Hallo ihr Lieben, was ihr gleich sehen werdet, ist also die Aufzeichnung der Zusammenkunft zwischen Anas Islam und mir. Obwohl sie über 2 Stunden geht, ist es doch nur ein kleiner Anfang. Was mir besonders am Herzen liegt, am Ende war leider viel zu wenig Zeit für Fragen, sodass wir nur noch auf eine eingehen konnten. Wenn ihr also zuschaut und bei dem Event anwesend wart, schreibt mir gerne eure Fragen noch in die Kommentare. Ich gehe gerne auf jede einzelne nochmal ein und vielleicht auch als Videokommentar. Des Weiteren kann das nur ein kleiner Anfang gewesen sein. Es bleiben noch so viele Fragen offen. Also von meiner Seite aus wünsche ich mir Folgeveranstaltungen, die mehr ins Detail gehen, spezialisierter sind, auch in erweitertem Personenkreis von beiden Seiten. Und falls es dich beim Schauen in den Fingern juckt und du irgendeinen respektlosen Kommentar oder irgendeine unbelegte Behauptung und so weiter schreiben möchtest, versuch mich lieber zu einem Gespräch einzuladen. Ich bin jederzeit bereit, überall hinzugehen, solange mein Leib und Leben nicht in Gefahr ist. Aber ich suche den Austausch. Ich interessiere mich für unterschiedliche Standpunkte, weil es mich fasziniert. Und bin jederzeit bereit, wenn ihr mich kontaktiert, kann man da irgendwas arrangieren. Gut, jetzt viel Spaß mit dem Video. Nein. Erstmal vielen Dank, dass ihr alle dass ihr gekommen seid. Vielen Dank für die zahlreichen Anmeldungen. Und ich glaube, das ist ein sehr gutes Zeichen. Also, das heißt, die Muslime sind interessiert an einem interreligiösen Dialog. Die Muslime sind interessiert, voneinander zu lernen, sich gegenseitig kennenzulernen. Und genau das fördert ja auch das Zusammenleben. Also, ich glaube, Peter meinte, das ist jetzt für dich alles ziemlich neu. Du warst noch nie in einer Moschee? Doch. Ja, einmal? Ich war einmal in Wiesbaden zum Tag der offenen Tür. Vielleicht hört ihr Geht Peter es gut oder so? muss er ein bisschen näher ran? Bisschen näher Ich ran? möchte eigentlich ungern so frontal zu euch. Es soll ja ein Dialog Ja, sein, habe eigentlich ich schon, gehört. ne? Deswegen will ich lieber so schräg ein bisschen sitzen. Genau, und was mir auch wichtig ist, also ich weiß, So. ihr kennt es von mir manchmal, dass ich ein bisschen härter in die Debatte gehe und dann auch versuche, die Leute in die Enge zu treiben und in die, dass sie dann so sprachlos dastehen und so etwas. Das ist aber ehrlich gesagt eigentlich nicht so schön. Ich mache das manchmal, wenn ich merke, die Person ist einfach sturköpfig und möchte nicht anders. Und dann bin ich manchmal ein bisschen härter, aber eigentlich finde ich das nicht schön. Weil dann geht es ja letztendlich nur um den anderen irgendwie doof dastehen zu lassen. Beziehungsweise mir geht es eigentlich dann meistens darum, dass ich halt die falschen Aussagen doof dastehen lasse. Mir geht es nicht unbedingt um die Person, aber die Person wird ja meistens in Mitleidenschaft gezogen. Aber eigentlich mag ich es viel mehr und ich glaube, das wird auch das Gespräch heute sein. Wenn man einfach voneinander lernt, voneinander profitiert, sich gegenseitig austauscht, gemeinsam reflektiert und gemeinsam zu neuen Erkenntnissen und Schlüssen kommt. Und ich glaube, ich werde auch heute viel von dir lernen können, Peter. Und ja, freue mich sehr, sehr auf dieses Gespräch. Ja, dann halte ich auch eine kurze Eröffnungsrede. Ich sehe mich bereits in die Enge gedrängt, ehrlich gesagt. Man muss schon ein bisschen ausholen, wie das jetzt zustande gekommen ist. Ursprünglich wollte Anas unbedingt das Gespräch mit mir und es war schwer, eine Location zu finden. Also es war ursprünglich geplant, in ein Restaurant zu gehen oder zu mir nach Hause, habe ich sogar auch angeboten. Aber wir wollten halt in Ruhe reden und dann hast du gesagt, du kannst einen Raum in der Moschee haben. Und man muss ehrlich sein, es bestehen Vorurteile. Wir haben alle Bilder im Kopf. Es hat auch im Vorfeld jetzt etlichen Wind gegeben, dass ich überhaupt hierher komme. Also ich komme nicht völlig neutral, unvoreingenommen hierher, wie wenn ich irgendwo anders hingehen würde. Ich gehe jetzt dahin, wo ich sehr wenige auf meiner Seite haben werde, wahrscheinlich. Also für mich ist es eine große Überwindung und eine kleine Anekdote. Es kamen ja also ein paar Schülern haben mir Bescheid gesagt, die fanden es sehr interessant. Und ein Mädchen durfte nicht kommen, weil die Eltern sagten, weil es in der Moschee stattfindet, darf sie nicht kommen. Und es zeigt doch, was wir für Bilder im Kopf haben. Und ich finde es grundsätzlich, ich glaube, dass wir sehr konträr sind, wir beide. Aber ich finde es doch wichtig, dass wir den Kontakt nicht verlieren. Wir leben gemeinsam in einem Land und wir wurden sehr herzlich empfangen bisher. Und bisher fühle ich mich noch wohl. Aber natürlich muss ich sehr mutig sein, ebenso frei zu sprechen heute, wie wenn ich es tun würde, wie wenn wir ganz allein zu Hause wären oder in einem Restaurant. Ja,
Ja, das kann ich durchaus verstehen. Also wir können ja gerne, ich meine, es gibt ja keinen Ort, wo viele Ethiklehrer unterwegs sind oder so, wo ich jetzt hingehen könnte und dann hast du vielleicht mehr auf deine Seite. Übrigens würde ich gerne noch zur Eröffnungsrede was ergänzen, eine weitere kleine Anekdote. Auch ich habe studiert, ich habe nichts mit Robotik zu tun, ist viel interessanter. Ich habe Deutsch und Philosophie studiert, deswegen bin ich Ethiklehrer geworden. Hintergrund ist, dass ich natürlich mich auch immer ein bisschen bettel in meinem Unterricht. So fünf, sechs Klässler, die hören bei mir ganz andere Sachen, als sie so von zu Hause kennen. Und manchmal sage ich dann, frag mal deinen Imam, wie das und das ist. Und dann kommt er wieder, der Imam sagt das. Und dann irgendwann frage ich ihn, woher weißt du eigentlich immer, dass der recht hat? Und dann ist die Antwort, ja, der hat studiert. Das heißt, die kommen mitunter in der fünften Klasse am Gymnasium an einen Ethiklehrer, keine Ahnung, warum der hier ist und mir irgendwas erzählen will, aber mein Imam hat studiert. Deswegen wollte ich jetzt nur mal klarstellen, auch wir haben studiert und sind deswegen berechtigt, an der Schule Kinder zu unterrichten. Ja, aber das ist doch dann, hast du viele Muslime in der Klasse, wenn ich fragen darf? Ja, und das überwältigt mich auch, ehrlich gesagt. Ach Ich so. hatte lange Zeit überhaupt nichts mit Religion zu tun. Ich habe ja Philosophie studiert und wer geht in Ethik? Die Leute halt, die nicht in Religion gehen. Das sind aber nicht nur die Ungläubigen, das sind entweder Muslime oder Angehörige anderer Religionen oder Christen, die sich nicht identifizieren können mit dem Katholizismus oder mit den Evangelien. Ich, Also ich habe ich, sehr viele religiöse Menschen by the way, angetroffen. ich mag dieses Wort Ungläubige ehrlich gesagt nicht so, weil, Habe ich das also, gerade gesagt? ja, aber alles gut. Nee, nee, ich erkläre gleich Für wieso, mich weil, völlig neutral. ja, genau. Also, also aus der islamischen Perspektive gibt es die Begrifflichkeit Kafir. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Kompliment, also das ist die Bezeichnung dafür, dass die Person quasi diese Tatsachen nicht akzeptieren will, die Wahrheit bedeckt. Also ist auch kein Kompliment, muss man ehrlich sagen, aber Ungläubiger klingt für mich immer so, ich weiß nicht, wie es für euch immer klingt, es klingt immer so, dass man so eine Spitzhacke und so eine Fackel, ein Ungläubiger, greift ihn an. So, das klingt für mich immer so Ungläubiger, das Okay. zwischen den Christen 30-jähriger Krieg und so, ein Ungläubiger, auf den Scheiterhaufen. Und deswegen, also ich finde irgendwie dieses Wort Ungläubiger wird irgendwie damit so ein bisschen verbunden, so, ach so, also du hasst mich, ach so, also du willst mich bekämpfen, oder? Und das stimmt halt nicht, nein, nein, sondern wir haben halt einfach da eine andere Ansicht. Würde Deswegen ich manche. sagen, aufgeklärte oder anders religiöse Nicht-Muslim, sagen wir manchmal. Muslim, Menschen. Nicht-Muslim, genau. Die Andersgläubigen werden im Koran auch nicht immer Kafir genannt, sondern manchmal auch Ahlul Kitab, oh Leute der Schrift, zum Beispiel die Juden und Christen. Genau. Oder sie werden angesprochen mit Ya ayyuhan nas, oh ihr Menschen. Ja, ganz allgemein angesprochen. Ja, interessant. Ich habe schon gemerkt, dir schmeckt es. Frischer marokkanischer Kamelurin. Aber merkt man gar nicht, ne? Mir liegt jetzt zu viel gerade auf der Zunge. Pfefferminztee, Und egal. dafür auch, Keine würde ich Angst. sagen, Teufelszeug, weil man hier den Zucker hingestellt hat. Und ich dachte, zum Glück hat er noch keinen reingemacht, aber es ist schon jede Menge drin. Ja. Aber es ist trotzdem gut. Die Marokkaner machen es so, die machen das so voll und dann schütten sie meistens ein bisschen Okay. Tee rein und dann ist Okay. es quasi marokkanischer Tee. Trotzdem so schlanke Genau. Linien. Okay. Ja, eigentlich so die Kernthese, die ich vertrete, ich glaube, oder die wir Muslime vertreten, ist, glaube ich, eh schon relativ klar. Wir haben das versucht, relativ oft deutlich zu machen. Wir sehen die Problematik halt darin. Vielleicht klären wir erstmal mit den Grundbegriffen auf, Ethik und Moral. Möchtest du dazu was sagen, Nee, dass du weißt da ganz viel die darüber schon. Leute, ja, also die Leute, also grundsätzlich ist ja Ethik, ich finde es irritierend, das Wort Wissenschaft zu verwenden, aber okay, nennen wir es Wissenschaft, aber ich meine, es ist quasi die Disziplin, wie man moralische Konzepte aufstellt und letztendlich ist die Moral, sind dann letztendlich die Werte, die man extrahiert hat. Da gibt es ganz verschiedene moralische Konzepte, von Utilitarismus bis sonst was. Ich glaube, du kennst dich da viel, viel besser aus als ich. Das wären ethische Konzepte. Genau, und letztendlich all diese Konzepte, und wir können auf einzelne eingehen, wenn man sie sauber durchdenkt, wird man sehen, in was für fatalen Folgen man landet. Wenn man es sauber konsequent durchdenkt, sieht man, dass man einfach in einer großen Problematik landet. Und genau das habe ich eigentlich versucht. Also manche haben sich ja auch gefragt, Anders, was hast du mit Veganismus zu tun? Was hast du da verloren mit Leon Mascher und so etwas?
Naja gut, der Grund war einfach. Die sind sicher nicht da heute, ja? Leo Mascher ist nicht da, ne? Und der andere? ApoRed? Der ist da. Hase, Der Euter, Hase. melde dich, identifiziere dich. Weil Ist er eigentlich. da? Nee, der ist nicht da. Aber eigentlich ist nämlich also der Grundgedanke eines Veganers, wir haben eine Gemeinsamkeit, muss man sagen. Die Gemeinsamkeit von uns ist, dass wir beide hier reingeboren wurden in die Gesellschaft und dann hinterfragt haben, ist das eigentlich so okay, wie es alle anderen Menschen machen? Also die Menschen, die essen hier Fleisch und die machen das und das und das und die meisten Menschen kommen hier rein und sagen, ja, macht ja jeder so und machen wir es jetzt auch so. Und das vereinigt uns. Also das ist eine Gemeinsamkeit, wo wir gesagt haben, na warte, lass uns das nochmal sauber durchdenken. Ist das überhaupt in Ordnung, so wie wir uns verhalten? Und das geht tatsächlich auch aus, ich werde immer mal wieder ein paar Koranverse mit einbauen, weil wir aus islamischer Perspektive natürlich argumentieren. Und das geht ja auch aus dem Koran hervor, aus einem Vers aus Surat al-Ma'idah müsste es sein, wo es heißt, wenn man die Leute aufruft zu dem, was Allah offenbart hat, dann sagen sie, wir bleiben lieber auf das, was unsere Vorväter gemacht haben. Und Allah kritisiert dann und sagt, was denn, auch wenn eure Vorväter bereits nichts verstanden haben und nicht auf dem richtigen Weg waren. Und deswegen kann auch kein Muslim sagen, ich bin Muslim, ja, weil meine Eltern Muslime sind. Das ist kein kritisches Hinterfragen. Du musst schon zu eigenen Erkenntnissen kommen. Die Erkenntnis, dass Gott existiert und dass der Islam der richtige Weg ist, zu diesen Erkenntnissen musst du selbst kommen. Da kannst du nicht einfach sagen, ja, meine Vorväter haben es auch so gemacht. Und das ist tatsächlich eine Sache, wo wir Gemeinsamkeiten haben. Das heißt, wir haben nicht einfach gesagt, ja, die Gesellschaft macht so, dann machen wir es jetzt eins zu eins genauso. Ich weiß nicht, ob du meine Geschichte kennst, also ich wurde ein bisschen religiös erzogen, aber hat dann ehrlich gesagt dann keinen Bock mehr drauf. Ich habe im Ramadan heimlich Cola Mix getrunken im Keller und so etwas, bis Mama dann irgendwann so eine halbe Cola Mix Flasche im Keller entdeckt hat und so gedacht hat, wieso ist halbe Cola Mix Flasche? Oh ja, da hat es dann wohl jemand im Supermarkt ausgetrunken, unglaublich sowas. Also ich habe meinen eigenen Weg dann gewählt und irgendwann habe ich das alles nochmal hinterfragt, Gottes Existenz hinterfragt, auch wenn das meine Eltern mir immer so erklärt haben, aber ich habe es irgendwann hinterfragt und so bin ich halt Schritt für Schritt zu diesen Erkenntnissen gekommen, bei denen ich heute bin. Und vielleicht by the way, dass ich das vielleicht kurz anspreche, mich nervt es ehrlich gesagt sehr, dass man meistens den Gläubigen oder denjenigen, den Theisten, die an Gott glauben, sei es auch den Christen und Juden und anderen Religionen vorwirft, ja, ihr möchtet euch diese Religion halt einreden, damit ihr sagt, ja, da gibt es noch ein Paradies und so und die Bösen werden dann bestraft und ich bin der Gute und der ist der Böse. So, das möchte man sich halt gerne einreden, wenn man so eine Vorstellung haben möchte. Das wäre aber purer Selbstbetrug. Also ich könnte ja niemals durch die Welt laufen und ich weiß, ich betrüge mich selbst. Ich lüge mich ja selbst an. Was bringt es mir zu sagen, ach so, ja, dann fliege ich dann nach dem Tod wie eine Elfe durch die Gegend, während das ja gar nicht wahr ist. Ich gaukel mir ja selbst etwas vor. Ich habe gar keinen Grund, mir selber etwas vorzugaukeln. Ich glaube, viele von euch auch nicht. Uns geht's gut. In Deutschland, wir gehören zu den reichsten Menschen der Welt. Alleine, wenn du in Deutschland lebst und Bürgergeld beantragst, bist du den reichsten Menschen der Welt. Und wir haben eigentlich nichts zu befürchten. Wenn es nicht so ist, dann ist es nicht so. Dann leben wir unser Leben und fertig ist. Aber vielleicht ist es ja genau die Gegenseite. Das heißt, die Gegenseite möchte vielleicht nicht wahrhaben, dass es eben so eine höhere Macht gibt, so eine objektive Quelle gibt, so eine Quelle, dass es nach dem Tod eben doch weitergeht. Vielleicht möchte genau die Gegenseite, der Atheismus, das eben nicht wahrhaben. Vielleicht sind gerade Sie diejenigen, die quasi aus eigenen inneren Gelüsten das Ganze ablehnen, weil der Gedanke halt irgendwie für sie schrecklich ist, dass man, wenn man stirbt, dann nochmal zur Abrechnung gezogen wird. Dass all deine Taten vollkommen erfasst wird und du für all deine Taten gerade stehst. Ein bekannter Vers aus dem Koran, an jenem Tag wird Allah alle Menschen hervorbringen, und er wird ihnen zeigen, was sie getan haben im Leben. Allah hat alles erfasst, aber die Menschen hatten es bereits vergessen. Du hast all deine Taten vergessen und das ist vielleicht auch ein Gedanke, der unangenehm ist. Und das werfe ich dann auch der atheistischen Seite vor. Vielleicht wollt ihr es nicht wahrhaben, dass es etwas gibt. Und eben Moral, die ganze hitzige Debatte es dreht sich nur um die Frage, man möchte es eigentlich nicht sagen, aber alles dreht sich eigentlich um die Frage, existiert Gott? Weil alleine welches moralische Konzept oder ethische Konzept
bist du besser in den Begrifflichkeiten. Man wählt willkürlich. Welches wähle ich? Es gibt für mich gar keinen Sinn. Es ist pur subjektiv. Wie können, weißt du, was einer geschrieben hat? Und du musst doch zugeben, dass es Unsinn ist. Einer hat unter meinem Video geschrieben, der hat geschrieben, wer hat das geschrieben? Irgendein Kommentar bei mir. Der hat geschrieben, hey, es ist doch ethisch klar bewiesen, dass Tiere essen schlecht ist. Was will der Typ? Das ist eine vollkommen unsinnige Aussage. Was ist ethisch klar bewiesen? Der denkt, der macht so eine Messung. Der hat auch der Rezo gesagt, der meinte, ja, der Anders, da gibt es doch einen Ethikrat. Die setzen sich dann zusammen und die tun dann moralische Werte extrahieren und das ist dann die Wahrheit. Die denken, da sitzen irgendwelche Leute in so einem Raum und machen irgendwelche Experimente und Messungen. Ah, das ist in Ordnung, das ist nicht in Ordnung und das haben wir halt eben nicht. Und dann kommen wir ja wieder genau an dieselbe Stelle. Entweder all diese moralischen Konzepte sind pur subjektiv und sie haben keinerlei Wert. Das ist wie, ich mag Marzipan, ich mag keinen Marzipan. Es ist subjektiv, es ist geprägt von deinen Empfindungen, geprägt von deinen Meinungen, Vorlieben. Es ist subjektiv, es ist nicht objektiv. Entweder das, dann können wir gar nicht über moralische Konzepte diskutieren, wir können auch gar nicht gegenseitig auf uns zeigen, oder es gibt eine objektive Moral, es gibt ein objektives Gut und Böse, dann muss ich aber akzeptieren, dass Gott existiert. Das ist meine These. Darauf ein Schluck Kamelöl. Wer sitzt denn alles im Ethikrat? Ich habe keine Ahnung, wer im Ethikrat sitzt. Sitzen dann nur Muslime im Ethikrat? Welchen Ethikrat meinst du? Welchen Ethikrat gibt es? Und was macht der? Ethikrat in der Deutschen Bundestag, Maturate zieht, Enquete-Kommission gibt es. Ich habe keine Ahnung, wer dort sitzt. Ich habe auch keine Ahnung, was die machen. Und warum sitzen da nicht nur Muslime drin? Sitzen da Muslime drin? Das weiß ich gar nicht. Das muss ich auch gar nicht im Einzelnen wissen. Okay. Wichtig ist, dass da nicht eine Bevölkerungsgruppe drin sitzt. Warum? Eine Frage an mich? Ja. Ich kann es dir nicht beantworten. Ich weiß auch gar nicht, was die dort machen, weil ich darin gar keinen Sinn sehe. Und deswegen lasse ich mich auch gerne eines Besseren belehren. Weil wir uns halt orientieren müssen. Es liegt wirklich alles an der Frage. Also Moral ist die Gesamtheit unserer Überzeugungen, die wir so von unseren Eltern gelernt haben, die wir in der Schule mitgekriegt haben, von den Freunden, nach denen wir so leben. Und die Ethik ist nun mal die Wissenschaft, die genau unseren Alltag in Frage stellt. Das ist eine philosophische Disziplin. Die Philosophie stellt das in Frage, was uns als selbstverständlich erscheint. Ist das überhaupt richtig so oder nicht? Und dafür brauchen wir einen Anhaltspunkt. Die ganzen Grundbegriffe, wahr oder falsch, gut oder schlecht, wir wissen nicht, was sie bedeuten. Du hast vollkommen recht. Ist es vollkommen subjektiv? Darf jeder machen, was er will? Können wir mal prüfen. Wollen wir in einer Gesellschaft leben, in der jeder einfach tut und lässt, was er will? Weil eh alles subjektiv ist und wir können überhaupt auf keinen gemeinsamen Nenner kommen. Sehen wir ein, dass das nicht gut wäre. Wir brauchen einen gewissen Rahmen, der das Ganze regelt. Aber was ist das Gute? Ich kann es euch nicht sagen. Aber du kannst es. Ich kann es auch nicht. Und das ist der grundsätzliche Unterschied. Also deine Antwort wäre doch wahrscheinlich, ich kann es nicht, aber gut ist, was der Koran. Gott kann es. Ich sage, ich kann es nicht, aber wenn Gott existiert, dann kann er es. Du würdest sagen, gut ist, was Gott für gut befindet. Genau. Also ich glaube, das ist auch rational schlüssig. Also wenn wir sagen, es existiert diese, das hast du auch schön von mir herausgeschrieben, es existiert diese objektive Quelle, ein allwissender Schöpfer, der unser Gehirn erschaffen hat, der alles erschaffen hat, der Erschaffer alles Seins, wenn er existiert, ich mache es jetzt extra so hypothetisch, wenn er existiert, dann ist es natürlich vollkommen irrational zu sagen, ja, Gott, du hast mein Gehirn erschaffen, du hast meine Neuronen erschaffen, über die ich über Moral nachdenke, hey, das, was ich mir jetzt extrahiert habe in meinem eigenen Gehirn, was du erschaffen hast, das ist höherwertiger als das, was du sagst. Also aus rein rationaler Perspektive ergibt es natürlich keinen Sinn. Also es wäre sehr widersprüchlich zu sagen, ich glaube an Gott, aber ich glaube, ich weiß es besser als Gott. Währenddessen ist Gott allwissend. Nein, ist einfach irrational. Ich sage ja nicht, du wüsstest es, sondern du wüsstest, auf wen du dich beziehen sollst. Richtig. Das ist natürlich ein längerer Weg. Das Gute ist, was Gott von mir möchte. Ja, das ist ein längerer Weg. Da würde ich jetzt auch nicht drauf eingehen, quasi erstmal Existenz Gottes. Das wäre jetzt ja erstmal der erste Diskussionspunkt. Und dann, woher weißt du, dass die Religion, die du hast, die richtige ist? Das sind durchaus zwei Punkte, die man erstmal besprechen muss. Aber es ergibt halt aus rein rationaler Sicht, ergibt, egal welche Religion du hast, die
Argumentation ist schlüssiger, indem er sagt, ja, die Werte meines Gottes sind die besten Werte. Sei es ein Jude, ein Christ oder ein Muslim, es ist rational schlüssig, aber kein Atheist kann sich hinstellen und sagen, meine Werte sind besser als deine. Wenn er das kann, dann soll er mir es mir beweisen. Ich gebe euch mal ein einfaches Beispiel. Wer versteht überhaupt diese Thematik? Wer hat eine Ahnung, über was wir gerade sprechen? Der meldet sich. Okay, und wer denkt sich, was labern die? Wer denkt sich so, ich brauche ein So, paar ich Beispiele. kann mal ein bisschen, du hast schon sehr viel geredet, auch ein bisschen meine Position. Ich habe das gleiche Interesse wie du. Ich würd gerne deinen Weg gehen und diese Gewissheit haben. Ich habe nichts dagegen. Der Philosoph ist der die Wahrheit sucht. Aufrichtig. Und das Thema Gott rational zu beweisen ist in der Philosophie und der Wissenschaft, in der westlichen Geisteswissenschaft und Naturwissenschaft seit 200 Jahren kein Thema mehr. Die Position ist, wir können über Gott keine Aussage treffen. Wir können nicht beweisen, dass er nicht existiert. Wir können auch nicht beweisen, dass er existiert, weil Gott durch seine Definition, er ist außerhalb von Raum und Zeit, was die Grundform unserer Anschauung ist, wir können nur begreifen, was wir in Raum und Zeit wahrnehmen können. Was darüber hinausgeht, können wir nicht begreifen. Und wir können diese Fragen nicht ins Letzte beantworten. Wir können nicht die Welt bis ins Letzte erklären. Wir können unsere Handlungsweise nicht bis ins Letzte beantworten. Es bleibt immer eine Ungewissheit offen, weil wir auch geprüft haben, ob das mit der Gottesidee stimmt. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, es lässt sich nicht wissenschaftlich gesichert beweisen. Wir können nicht irgendwelche Lebensregeln übernehmen, die angeblich von einem übernatürlichen Wesen namens Gott überliefert sind. Nach seriöser Prüfung können wir das nicht zweifellos, ohne jeglichen Zweifel, annehmen. Das ist so der Stand der westlichen Aufklärung, würden wir sagen, der westlichen Philosophie. Die Frage ist, alle haben sich darüber aufgeregt, auch die Kirchen damals. Ja, was ist dann? Was ist dann, wenn wir das Christentum, wenn wir Gott abschaffen? Dann sind wir alle Nihilisten und wir haben überhaupt keine Anhaltspunkte mehr und alles geht drunter und drüber. Davor hat man Angst natürlich. Und das ist die große Aufgabe. Damit müssen wir als Menschen umgehen. Wir können nicht mehr zurück zu der Idee Gottes, weil wir sie nicht kennen, ehrlicherweise. Wenn wir sie kennen würden, gäbe es einen wissenschaftlichen Konsens dazu. Den gibt es aber nicht. Jetzt ist die Frage, müssen wir Religionen aufgeben? Sind sie nicht mehr zeitgemäß? Oder gibt es trotzdem noch einen Weg, religiös zu sein? Das Zweite würde ich vertreten. Also ich bin nicht jemand, der alle Religionen abschaffen würde. Was wir hier in unserer Gesellschaft daraus extrahiert haben, wäre, dass wir uns abmühen müssen mit den Schriften, mit der Überlieferung, die wir haben, die uns auch was geben können, sie mit unserer Vernunft in Einklang zu bringen. Aber es steht nicht mehr Gottes Wille im Zentrum, weil wir ihn nicht zuletzt mit hundertprozentiger Gewissheit kennen, sondern alles, was uns bleibt, das Einzige, was wir haben, ist unsere Vernunft. Wir müssen es selbst prüfen, wie wir zuletzt handeln müssen. Wir müssen uns verantworten, wenn wir handeln. Also, Und das müssen wir prüfen im permanenten Diskurs. Die Aussage, dass ich etwas prüfen würde und zu bestimmten Erkenntnissen kommen würde, ist wissenschaftlich zum Beispiel zu kurz gegriffen. Der Weg zur Wahrheit, würden wir sagen in der Philosophie, führt immer über die anderen. Ich kann unmöglich selbst zu Wahrheiten kommen. Ich kann noch nicht mal eine Matheaufgabe lösen, eine ganz einfache, und kann mir 100% sicher sein, dass ich sie richtig gelöst habe. 2 plus 2 ist 4. Wenn ich allein zu Hause sitze, kann ich mir nicht sicher sein, ob das Ergebnis richtig ist. Ich muss es überprüfen. Ich kann mich täuschen in dem Moment. Ich kann mich verrechnet haben, wenn es etwas komplexer ist. Ich, ganz kurz noch, ich muss die anderen fragen. Und ich muss möglichst diejenigen fragen, die auf ein anderes Ergebnis kommen. Und dann müssen wir gemeinsam prüfen, wo der Fehler liegt und müssen wieder zusammenkommen.
Entweder habe ich mich verrechnet oder die andere Person hat sich verrechnet. Ich muss es prüfen im Diskurs mit anderen und zwar gerade nicht in der Gemeinde, die mich eh die ganze Zeit bestätigt. Ich muss gezielt nach der Gegenposition Ausschau halten und prüfen, ob die andere Person ein besseres Argument hat. Und alles, was zählt, ist die bessere Begründung. Und mehr haben wir nicht. Okay, also es sind ein paar Punkte und ein paar sind sehr irritierend. Und dem letzten Punkt stimme ich dir zu. Also der erste Aspekt ist, Gottes Existenz, und davon bin ich überzeugt, diese ist objektiv beweisbar. Das heißt, das sind vollkommen logische, schlüssige, rationale Argumente, die du bringst, sodass du zur Erkenntnis kommst, Gott existiert. Da kann man sich gerne unsere Streams anschauen, rund um Gottes Existenz. Wir könnten natürlich gerne auch uns nochmal treffen und allein über Gottes Existenz. Anders könnte ich mir deine Streams anschauen, bräuchte gar nicht mehr herzukommen. Höchstens zur Konversion. Ja, sehr gerne. Wieso nicht? Die müssen ja so überzeugend sein, dass jeder sie sich nur anzusehen braucht, denkt, Menschenskind, ich habe mich geirrt die ganze Zeit. Naja gut, also das Problem ist, schaut mal, das Problem ist, ich bin überzeugt davon, 1 plus 1 ist 2. Das ist vollkommen logisch, das ist für mich klar, 1 plus 1 ist 2. Wenn ihr alle jetzt im Raum sagt, 1 plus 1 ist 3, wisst ihr, was ich dann denke? Ihr prankt mich. Ihr habt euch zusammengetan, ihr wollt mich pranken, 1 plus 1 ist 3. Anders, ich muss hier unterbrechen, aber die Leute erwarten ja was von unserer Diskussion. Du hast gerade wieder gesagt, ich würde denken, ihr prankt mich. Ja. Du könntest auch fragen, wie kommt ihr darauf? Erklärt es mir. Also bei 1 plus 1 ist 3, das wäre der nächste Schritt. Wäre komplett indiskutabel, weil es für mich einfach vollkommen rational und ich muss auch nicht, wie du gesagt hast, wenn ich alleine zu Hause bin, 2 plus 2 ist 4, dass ich dann sage, boah, weiß nicht, ob ich mir jetzt da so sicher bin. Ich frage mal lieber einen Freund. Du hast verstanden, dass das symbolisch für eine sehr einfache Denkaufgabe wenn du, war. Ja, genau, aber für eine sehr einfache Denkaufgabe. Das dir selbstverständlich erscheint. Für eine sehr einfache Denkaufgabe braucht man das meiner Meinung nach nicht. Aber ich stimme dir in einem Punkt zu. Und zwar, beschäftige dich mit der Gegenseite. Da stimme ich dir zu. Und als ich mich mit Atheismus beschäftigt habe, bin ich zu Atheisten gegangen. Weil genau was du sagst, da stimme ich dir tatsächlich 100% zu. Es bringt nichts, zu Leuten zu gehen, die nur 100% an Gott glauben, sondern was sind eigentlich die Argumente der Gegenseite? Definitiv. Aber wenn ich mir jetzt die Argumente der Gegenseite der Atheisten anschaue und der Theisten anschaue, ich verstehe es gerade nicht. Ganz gut. Dann sind die Argumente der Theisten einfach unvergleichlich, die sind nicht unvergleichlich, sondern sie sind einfach schlüssig, konsistent, logisch, während die Atheisten versuchen müssen, sich in teilweise in Widersprüche und in riesige Zweifel, dieses Hyperzweifeln, sowas, dieses Zweifel an 1 plus 1 ist 2, können wir uns da überhaupt sicher sein? Und die so tun, als ob sie ihren Verstand und die Logik so auf einmal komplett dran zweifeln. Und dann sage ich halt, und das werfe ich ihnen ja auch dann vor, auch wenn es ein bisschen gemein ist, aber ich werfe ihnen dann vor, ihr seid ein bisschen dann unehrlich, weil ihr benutzt im Alltag diese Sachen und verlasst euch zu 100% drauf. Logik. Wie zum Beispiel, so, das Auto ist auf dem Hof, Frederik ist mit dem Auto weggefahren, logisch, das Auto ist nicht mehr da. Das ist Logik. Da müssen wir nicht sagen, hey, lass uns mal zusammentun. Leute, wenn man das Auto wegfährt, ist das Auto dann noch da oder nicht? Das ist pure Logik. Das müssen wir nicht irgendwie in Frage stellen. Du gehst doch nicht Anders, durch den Alltag. Damit das sinnvoll weitergeht, frage ich dich nochmal, ja. Was ist Logik? Logik, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, das ist übrigens auch, das gefällt mir ehrlich gesagt nicht. Jetzt versucht man quasi, einzelne schwere Begriffe und Definitionen, für die Definition nicht leicht ist, aber wir alle wissen, was Logik ist. Anders, Moment, damit... Wir alle wissen, was Logik ist und jetzt versucht man quasi mit einzelnen Definitionen... Wir wollen ehrlich sein. Ja. Und du hast gesagt, du kannst auch von mir viel lernen heute. Gerne. Ich habe dir diese Frage bereits beantwortet und ich habe dir gesagt, sie ist nicht schwer und nicht kompliziert. Was denn Logik? Ja, was ist Logik? Logik sind für mich, jetzt kann ich andere Begriffe sagen, ich sage rationale Schlüsse, Bin ich die, so leise? Okay. Rationale Schlüsse, die für mich... Das ist zumindest, wie ich die Logik verstehe, die sind objektiv, das heißt, die sind nicht subjektiv geprägt, es sind objektive, logische, schlüssige Argumente, die aufeinander aufbauen, verknüpfen und nachprüfbar sind von anderen Menschen, die einen Verstand besitzen und Logik durchführen können. Für mich ist
ich kann dir Beispiele für Logik nennen, wenn du mir sagst, was ist der Kern der Definition von Logik, du kannst mir gerne eine andere Definition geben, die für die Zuschauerschaft vielleicht schlüssiger ist. Aber genau das nervt mich eben, also das ist ein bisschen gemein, aber das nervt mich so ein bisschen in der Philosophie. Dann sagt man so, hey, das nur über Definition von Logik. Aber obwohl wir uns allen bewusst ist, was Logik ist und wir uns in unserem Alltag verwenden, wir können es vielleicht nicht präzise definieren, da gebe ich dir recht, aber wir wissen Wer alles, kann was das es ist. nicht? Wer könnte eine perfekte Definition für Logik machen, während wir alle Logik anwenden? Wer kann eine perfekte Definition machen? Alle melden. Wer kann eine perfekte Definition für Logik machen? Zwei Leute, und ich glaube nicht, dass du jetzt sagen würdest, alles anders sind nicht logisch denkende Menschen. Deswegen brauchen wir Philosophen. Ihr braucht keine Dann Philosophen, um lass zu wissen, mich, was dann lass Logik ist. mich, dann lass mich noch eine, dann lass mich noch eine Frage Aber stellen. beantworte sie mal. Beantworte mal, was Logik ist. Dann lass mich noch eine Frage stellen. Jetzt wird es interessant. Widerspricht mal jetzt eine zweite Kameraperspektive, ein Schwenk. Wer von euch benutzt denn das Wort Logik im Alltag? Ist Wer hat es schon mal benutzt? doch logisch. Ich würde tippen, dass das alle sind. Und alle wissen, was damit gemeint ist. Deswegen ist es. Aha, Moment, alle wissen, was damit gemeint ist. Dann lass uns nochmal fragen. Wisst ihr, was mit Logik gemeint ist? Könnt ihr einem Kind erklären, was Logik ist, in einem Satz? Wie viele könnten das jetzt? Schon sehr viel weniger, ne? Also wir würden sagen, das ist ja nicht falsch, was ihr so im Alltag gebraucht. Es geht ja auch nicht um mich oder uns gegen andere. Aber die Philosophie beschäftigt sich genau damit, dass uns gewisse Dinge im Alltag sehr, sehr wichtig sind, dass wir ständig darüber sprechen, dass wir Begrifflichkeiten verwenden, ohne uns darüber im Klaren zu sein, was sie eigentlich bedeuten, was wir damit meinen. Wir stellen Ansprüche daraus, die sich aus diesem Vokabular ergeben, und wir können sie eigentlich nicht gut begründen. Wir sagen einfach, ja, es ist logisch. Es gibt so eine Alltagsdefinition, da würden wir sagen, logisch ist das, was sehr plausibel erscheint. Das kann man machen. Aber daraus lässt sich keine Objektivität ableiten. Wenn wir auf der Suche nach Objektivität sind, brauchen wir wissenschaftliche Logik, und das ist die Lehre vom folgerichtigen Denken. Das habe ich dir auch schon geschrieben. Logik ist die Lehre vom folgerichtigen Denken. Wenn wir argumentieren, ist auch ein Teil der Philosophie, müssen wir gute Argumente von schlechten Argumenten unterscheiden können. Und die Philosophie fragt sich, wie können wir das? Wir stellen uns ständig Fragen und versuchen sie bestmöglich zu beantworten. Und es gibt eben bestimmte Denkregeln, die ein Argument zu einem gültigen Argument machen. Und wenn ich sage, eine Aussage ist logisch zwingend wahr, sie ist logisch wahr, dann gibt es keine andere Möglichkeit. Dann habe ich zwei Prämissen vorausgesetzt, zwei Aussagen gesetzt, über die man sich einigen kann. Das klassische Beispiel ist, alle Menschen sind sterblich, stimmen alle zu. Kennt ihr vielleicht auch im Ethikum? Also stimmen alle zu, dass alle Menschen sterblich sind. Okay. Das philosophische Beispiel ist dann immer, Sokrates ist ein Mensch oder war ein Mensch. Gehen wir zurück zu Sokrates. Sokrates ist ein Mensch, stimmen alle zu. Keinen Grund anzunehmen, dass er keiner ist. Wir sind darin überein. Und daraus ergibt sich gezwungenermaßen, dass auch Sokrates sterblich sein muss. Wenn ich Sokrates treffe, ich identifiziere ihn als Mensch, weiß ich 100% sicher, dass er sterblich sein muss, weil ich nie was anderes erfahren habe, weil es aus den zwei Grundsätzen zuvor sich zwingendermaßen logisch ergibt. Ich verstehe aber ehrlich gesagt nicht, also das ist mein Problem, ich verstehe nicht, wieso wir jetzt darüber reden, während vielleicht man es nicht genau definieren kann, Ich habe aber es doch wir, gerade definiert. ja, ich meine, du hast gesagt, das folgerichtige Denken, ich habe gesagt, schlüssige, eigentlich hast du nur eine Umschreibung verwendet. Man könnte jetzt sagen, was ist folgerichtig, könnte man sagen, was bedeutet schlüssig, was bedeutet plausibel, und dann könnten wir 3 Tage lang eine philosophische Diskussion Das können wir machen, ganz schnell wo die Leute dann abkürzen. rausgehen und sagen, ich habe heute nichts gelernt. Letztendlich geht es ja, und deswegen, ich mag es immer sehr schnell zum Punkt zu kommen. Es ging ja eigentlich um Ethik und Moral. Und da hast du bereits eingestanden, dass deine Werte nicht besser sind als die Werte eines anderen. Du kannst es nicht Wo habe ich das beweisen. eingestanden? Kannst du das?
Nochmal Ja, wiederholen. müsste ich. Ich habe es auf jeden Fall gehört, aber wir haben sie hier auf Kamera. Ich habe das in den Raum gestellt, man könnte davon ausgehen. Ach so, man Wir könnte davon müssen ausgehen. alle, ja, wir müssen alles prüfen anders. Okay. Und du hattest doch Ethikunterricht. Also wenn dabei nicht mehr rausgekommen ist, als dass alles völlig beliebig ist, wäre das wirklich sehr Genau, schade. und jetzt hast du die Möglichkeit, mich eines Besseren zu belehren. Ein bisschen mehr. Also ich kann heute niemanden belehren, ich kann euch sagen, wie wir denken in der. Wie bewerten wir das? Machen wir es ganz anschaulich. Ich mache immer anschaulich. Ich mache jetzt ein Beispiel und dann sagt man mir, wieso diese Denkweise schlecht ist. Das ist nicht meine Denkweise. Bitte alle aufpassen, das ist nicht meine Denkweise. So. Weil ich das jetzt rausschneide. Jetzt kommt einer her, ein Naturvolk. Und der sagt, schaut mal, ihr Menschen hier im Westen und auch in anderen Ländern, achso, vielleicht by the way, ihr dürft Fotos machen, also zumindest von mir aus kann man Fotos machen, aber Videos bitte jetzt nicht veröffentlichen, weil wir veröffentlichen das ja irgendwann. Der Witz ist ja witzlos, wenn ihr dann alle Videos veröffentlicht. Also Fotos ja, Videos, wenn ihr sie macht, dann behaltet ihr sie privat und schickt sie nicht weiter. Ja? Ich mache ein einfaches Beispiel und jetzt kannst du mir dann beweisen, also dann kannst du mir zeigen und mich gerne eines Besseren belehren, wie man beweisen kann, dass das nicht in Ordnung ist. Ein Naturvolk, das sagt, wir bekämpfen ab jetzt all diese moderne Zivilisation. Keine Angst, keine Bombe. Diese moderne Zivilisation. Spaß. Ist so ein Gag, immer wenn irgendwas piepst und es ist eine Moschee, sagt man keine Bombe, Ach keine so, Bombe. dann habe ich jetzt gar nicht verstanden. Echt? Ja, Dann jetzt. habe ich doch nicht so Der war viel vollkommen vorgetäuscht. logisch. Siehst du? Nein, nein, es war nicht nah, um Gottes Siehst Willen. du? Nein, Hier hat er sich nein. bloßgestellt. Vielen Dank, Anas. Vielen Das Dank. war Das Absicht war übrigens. eben nicht Logisch. logisch, denn ein Phänomen kann vielerlei Ursachen haben, mein Freund. Das war ein Etwas zum Witz. Glück Das keine war ein Witz mit Bombe. logisch. Nein, an Okay. anderer Stelle machst du die gleiche Behauptung. Okay, Das auf jeden war Fall. vollkommen Also ernst. kommen wir zurück zum Beispiel, dann könnt ihr, glaube ich, alle dieses Problem mit Moral nachvollziehen und dann kann er uns sagen, wieso das eben, wie man das widerlegen kann. Das Naturvolk sagt jetzt, so, diese moderne Zivilisation, die zerstört die Welt, die zerstört die Umwelt. Das müssen wir zugeben. So ein Typ, der im Dschungel lebt, da sein Leben chillt, der holt sich seine Kokosnuss, seine Banane, seine Ananas, der chillt da in seinem Baumhaus. Der richtet nicht so viel Schaden an der Umwelt und an den Tieren an, wie wir. Selbst der vegane Peter richtet unfassbar viel Leid an. Dieses Naturvolk richtet nicht so viel Leid an. Jetzt kommt dieses Volk und sagt, im Namen aller Tiere und aller Lebewesen, sogar im Namen der Pflanzen, im Namen der ganzen Welt, will dieses Naturvolk nun alle anderen Menschen bekämpfen. Und sogar töten. Weil sie werden sagen, ja, wenn wir euch sagen, hört auf, hört ihr wahrscheinlich eh nicht auf. Da bleibt leider nur eine Möglichkeit. Wir bekämpfen euch im Namen aller Tiere. Alle Tiere werden sich freuen. Die sagen, oh, ja, cool. Also es gibt, glaube ich, kein Tier, das sagen würde, yeah, wir werden plattgewalzt und so. Da gibt es kein Tier, das sich darüber freut. Das heißt, er sagt, im Namen aller Tiere, die sich nicht wehren können, stehen wir auf für die Gerechtigkeit und wir bekämpfen alle Menschen. Die töten dann auch Babys, dieses Naturvolk. Wie gesagt, hypothetisch, weil sie sagen, naja, was passiert aus diesen Babys? Die werden von euch großgezogen und machen dann genau dasselbe wieder. Das heißt, wir müssen für die Gerechtigkeit einstehen. So, jetzt ist hier der Naturtyp und jetzt wirst du mir beweisen, dass das, was ich denke, komplett psychopathisch geisteskrank ist. Dann sagt er, ja, was hast du denn für ein Argument, dass das nicht in Ordnung ist, was wir hier machen? Ich komme übrigens nicht aus Bayern. Achso, ich auch. Wäre denn die Alternative, dass ich sage, Allah würde dich alle bestrafen? Naja, nicht ausweichen. Wir sind bei dem Naturvolk. Der sagt, Naja, wieso ist das moralisch falsch? natürlich, es geht immer darum, gemeinsame Werte zu finden. Also sagt der, Und ja, das können wir beide nicht. Ihr macht hier alles platt und wir ja, stehen dann für die würden wir es Natur ein. natürlich zunächst mal zur Wehr setzen, aber Aber ich bin der Gute. es wird sich herausstellen, dass es diese Konflikte ja bereits gibt. Also diese Völker sitzt ja bereits mit am Tisch und reichen ihre Beschwerden ein. Und es ist natürlich eine Frage der Gerechtigkeit, ob wir als Industrieländer einfach die Luft verpesten dürfen und andere in anderen Ländern die Leidtragenden sind, die gar nichts dazu beigetragen haben. Hans Jonas, Ja, kennst du aber vielleicht? bleiben wir vielleicht beim Thema. Was Das ist ja würdest. das Nein, ist ja nein, das das Thema Thema. ist nicht, wir reden darüber und sowas, sondern
Du hast ja gesagt, dass das quasi falsch ist, wie ich sage. Also du hast ja gesagt, ja, Anas hat ja ewig seinen Ethikunterricht gemacht. Wenn das alles ist, was er mitnehmen konnte, boah, dann Feierabend. So, ich zeige jetzt, ich mache jetzt ein konkretes Beispiel und möchte, dass du mir jetzt als Naturvolk argumentativ widerlegst, dass ich ein böser Mensch bin. Oder bin ich aus deiner Sicht Ja, ein du guter? bist ein böser Mensch, Wieso? tatsächlich. Ich stehe doch Also für die Tiere ein. aus der Sicht des Naturvolks sind wir natürlich, wenn wir rücksichtslos unser CO2 in die Atmosphäre ballern, natürlich sind wir böse Menschen. Okay. Und dann müssen wir Übereinkünfte treffen. Wir müssen das aushandeln, wie wir miteinander Ja, also ich umgehen. glaube, diese 50 Leute vom Naturvolk, da würde jetzt nicht irgendwie Olaf Scholz kommen und Ja, aber sagen, ja. das sind die globalen Diskussionen momentan tatsächlich. Um das Also du mal ein kannst bisschen nicht beweisen, zurückzustoppen. dass der böse ist. Bitte? Du kannst nicht beweisen, dass der Typ, der dann Naja, loszieht und es heimlich geht, Menschen tötet und Baby tötet, dass er böse es geht ist. darum, dass wir uns gemeinsam, ob wir überlegen, ob wir alle verbindende Werte teilen. Und Er sagt ein nö. Ansatz ist, also die Philosophen probieren ja auch, Gut und Böse irgendwie mit Sinn zu füllen, was ist gut, was ist böse. Aber darüber Wenn reden wir ich doch jetzt. doch, ja, ich bin ja Okay. gerade dabei, wenn ich nicht mehr Gott fragen kann, was gutes und schlechtes Handeln ist, woran Ja. erkenne ich eine gute Handlung? Ja. Und ein Ansatz ist, Ja. entspann dich, ein Ansatz ist, der kommt von Jeremy Bentham, englischer Philosoph, sagt, da haben wir nicht alle gemeinsam, dass wir alle das angenehme Zustände suchen, dass wir alle Glück verfolgen und Glück suchen und dass wir Leiden vermeiden wollen. Wenn es uns nicht so gut geht, gefällt uns das nicht, verbindet uns das nicht alle miteinander? Haben wir nicht alle das gleiche Interesse daran und wollen wir uns nicht daran orientieren, wenn wir handeln? Okay, das war jetzt ein guter Jetzt könnte Versuch. natürlich das Naturvolk sagen, dass wir hier leiden aufgrund unserer Genau. Handlungen Und die und sagt, für mich ist angenehmer, dass ich sterbe und dafür für die Gerechtigkeit und für das Gute gekämpft habe, und zwar für die Tiere und für die Lebewesen. wer Genau. stirbt jetzt? Ja, der wird wahrscheinlich bei dem Kampf sterben, weil diese 50 Leute vom Naturvolk, die mit Speeren kommen, werden es wahrscheinlich nicht schaffen gegen uns. Ja, deswegen werden sie es wahrscheinlich auch nicht tun. Genau. Und wenn sie es tun könnten, dann sind sie böse oder gut? Siehst du, und das ist das Dann Problem. Das versuchen ist Sie jetzt, Verzweiflung ohne Gott. du Das lässt ja ist. das. Aber du hast doch jetzt die Chance, weil mich nervt das schon. Ich muss dir ehrlich sagen, Peter. Ich finde dich sympathisch. Ich finde dich wirklich sympathisch. Und du hast auch einen schöneren Bart als ich, haben manche geschrieben. Die Punkte gehen an dich. Aber hier müssen wir einfach ehrlich sein. Und wir müssen sagen, wir verzweifeln ohne Gott. Wir verzweifeln ohne Gott. Wir müssen dann am Ich Ende sehe jetzt sagen. momentan die Verzweiflung nicht. Ja, du kannst keine Ich gehe Antwort darauf mal. liefern, dass diese geisteskranken Menschen, die jetzt alles Warum? abholzen wollen und alles töten wollen, dass das böse Menschen sind. Du kannst das nicht beweisen. Wer ist jetzt geisteskrank? Diese, nicht du, diese, dieses, nicht dieser, Also, dieses Naturvolk. das Naturvolk holzt ja nicht alles ab. Deren Heimat wird abgeholzt. Ja, ich meine, die holzen alles ab im menschlichen Sinne. Töten alle Menschen, Okay, ja, weil die wollen nicht, dass sie sich die weiter würden verbreiten. beanspruchen, dass ihre Interessen, dass gegen ihren Interessen verstoßen wird. Und wenn wir das nicht berücksichtigen, dann könnte man aus Notwehr argumentieren, dass sie natürlich versuchen, ihr Leben letztlich mit Waffengewalt zu retten. Aber kämpfen Sie für das Gute aus deiner Sicht? Für die Natur, für die Tiere? Nicht für die Natur, für die Tiere, sie kämpfen um ihre Interessen und wenn wir ehrlich sind, haben wir genau die gleichen Interessen. Und das ist der Punkt. Wenn wir dann in der Politik zusammenkommen würden, wenn Delegationen sich treffen würden, müsste man aushandeln, wie können wir gemeinsam Wie auf können wir dem es aushandeln? Planeten Ach leben, so so. dass wir Ich in möchte Kompromissen jeder ja. seine Interessen und sein Lebensglück verfolgen kann. Ja. Und es ist eigentlich schon einsichtig, dass wir natürlich nicht einfach den Rest der Welt verpesten können und uns nicht interessieren, wie es den anderen geht. Das, Warum macht das? da. Ja, das ist eine ganz andere Frage, natürlich. Das hat aber nichts mit dem ethischen Urteil zu tun. Dass der Mensch Neigungen hat und egoistisch ist und rücksichtslos handelt, ja, dagegen kann ich auch nichts sagen. Aber wenn wir argumentativ zusammenkommen, wenn wir vernünftig miteinander reden, kann jeder seine Interessen beanspruchen
Und die Nichtberücksichtigung der anderen Interessen musst du sehr gut begründen können. Dann kannst du, ja, ich finde die Begründung von ihm, also weiß das ich nicht, wie Naturvolk du das tun argumentativ, möchtest. also Natur, also das Naturvolk argumentativ top. Argumentativ, konsistent, schlüssig, Und du kämpfen stellst die. deinen Punkt noch nicht zu Also Ende. sie sind voll. Versteht jemand den Punkt, den ich gemacht habe? Wer versteht den Punkt? Echt? Verstehen das manche nicht? Was denkst du, wie oft ich frage, wer hat es verstanden? Alles klar, alles klar. Lasst uns eine Klausur schreiben. Also das war unter anderem ein Beispiel, wie ihr halt schwer. Okay, warte mal. Ich muss jetzt ganz kurz, glaube ich, ein paar Umfragen machen, damit wir herausfinden, was gut oder schlecht ist. So, Leute. So, jetzt geht's mal los. Jetzt Finale geht's los. Deutschland. So. Ist es gut? Ein Mensch braucht eine Herzklappe. Das ist übrigens kein fiktives Beispiel, wie Rezo gesagt hat, sondern das ist ein reales Beispiel. Das gibt es wirklich. Ich hoffe Herzklappen. nur, dass die Leute, die hier sitzen, die ganzen Hintergründe kennen. Also ich kenne sie, aber. Ja, vielleicht ich erkläre es so, dass sie das versteht. Also, es kann sein, dass ein Mensch eine Herzklappe braucht. So. Und diese Herzklappe können wir tatsächlich vom Schwein nehmen. So. Dazu müssen wir mehrere Schweine töten, sodass wir schauen, wer hat die beste passende Herzklappe und können die transplantieren. Und dann kann ein Mensch in Ruhe weiterleben. Okay? Ist es jetzt moralisch korrekt, mehrere Schweine zu töten, um die beste Herzklappe rauszusuchen? Das einem Menschen zu geben, damit er weiterleben kann. Eure eigene Mutter, euer Nachbar, wer auch immer, er kann dann weiterleben. Ist das moralisch korrekt, diese Tiere zu töten, damit der Mensch weiterleben kann? So, wer sagt, ja, man sollte die Tiere töten, damit der Mensch weiterlebt? Also, vielleicht sollte ich mich nicht immer hinlegen. Okay. Jetzt wahrscheinlich die Hälfte denkt sich, oh, aber bist du ein Schwein, das ist Haram. Okay, machen wir ein anderes Beispiel. Und deswegen ich möchte nicht der Insektenaktivist sein, aber ich mache noch mal eine Frage. Ist es in Ordnung, spazieren zu gehen und dabei fahrlässig in Kauf zu nehmen, nur damit ihr Spaß habt, spazieren gehen, dabei fahrlässig in Kauf zu nehmen, auf Tiere zu treten? Ich habe letztens so kleine Frösche entdeckt, so mini kleine Frösche, voll süß. Ich bin locker auf 15 draufgetreten oder so, weil die einfach so klein sind. Ist es in Ordnung, spazieren zu gehen und dabei andere Lebewesen zu töten? Nicht absichtlich, aber fahrlässig in Kauf nehmen. Ist das in Ordnung? Spazieren gehen? Wer findet es? Okay, Hände runter. Wer findet es nicht in Ordnung? Du findest nicht in Ordnung? Wenn du sagst, fahrlässig in Kauf nehmen, dann ist es nicht in Vorsicht, nicht absichtlich drauftreten. Fahrlässig in Kauf nehmen heißt, ich schaue jetzt nicht extra auf den Boden. Es gibt die sogenannten Svetlambaras, so ein buddhistische Mönche, die tragen so einen Mundschutz und die haben immer so einen Wedel bei sich und die machen so Mundschutz, damit sie keine Tiere einatmen, die dann sterben, kleine Fliegen, und die tun quasi immer auf dem Boden so wedeln und gehen dann erst, damit sie auf keine Tiere drauftreten. Das heißt, weißt du, was der macht? Wenn du auf dem Feld liegst, und Notfalleinsatz, du kriegst keine Luft mehr und der ist der Notarzt, der würde dann sagen, warte ganz kurz. So, jetzt schau mal hier. So. Und der kommt dann mit der Geschwindigkeit zu dir. Währenddessen bist du so. Und der Typ so, oh, stopp, komm, ich mach mal einen anderen Weg, schau mal da mal. Ja, aber logisch, weil er sagt, ja, das sind auch Lebewesen. Das sind Lebewesen. Okay, weniger Bewusstsein, Insekten umstritten, ob sie schmerzen, das sind Lebewesen. Ich kann doch jetzt nicht, ich würde doch auch niemals sagen, da ist ein Notfalleinsatz in der Fußgängerzone. Oh, da fahre ich mit 120 durch die Fußgängerzone und Komm mache mal wieder auf den Menschen. Punkt, was genau möchtest du Also sagen? die Essenz dieser Worte ist, es ist Welcher Worte? verdammt schwer mit diesen Beispielen zu definieren, was ist moralisch korrekt und was ist moralisch nicht korrekt. Und ich habe jetzt die Möglichkeit gegeben, sogar an einem sehr extremen Beispiel, jemand, der Menschen töten will, sogar Babys töten will, zu sagen, kannst du mir argumentativ beweisen oder irgendwie anderweitig beweisen, dass, oder wissenschaftlich anderweitig beweisen, mit irgendwelchen objektiven Methoden, dass dieses Naturvolk böse handelt? Und die Antwort ist, nein, ich kann das nicht. Okay, das heißt, aus atheistischer Sicht ist Ja, was ist denn Gut und dann, Böse gleich. was ist denn das Böse dann für dich? Was ist denn die böse Handlung des Naturvolks? Die böse Handlung wäre, dass die wahllos, also was nicht wahllos, Nee, sondern alle Menschen töten. die haben doch einen Grund angegeben. Genau, sie haben einen Grund, aber für mich sind das böse Menschen.
Aber aus welchem Grund sind das für dich böse Menschen? Ich habe ja gesagt, das ist auf, ihre ja. Handlungen könnte man rechtfertigen, weil sie sich selbst verteidigen. Und das ist ein Wert, den wir alle hier teilen. Wenn jemand dein Leben bedroht, sehen wir kein Problem darin, unser Leben zu verteidigen. Okay, also das heißt, wenn dieses Volk kommen würde und einzelne Menschen hier in Deutschland angreift, es gibt immer so heimliche Morde, die sie machen, nachts kommen sie aus dem Gebüsch und so etwas. Du musst das, wir müssen auch fertig werden. Ja. Wir würden das zunächst ablehnen, weil es unverhältnismäßig wäre. Der, ja, erste Schritt, der erste Schritt wäre, dass man anmeldet, dass hier was schief läuft, dass gegen unsere Interessen verstoßen wird. Mhm. Und jetzt müssen wir versuchen, das auszuhandeln. Und wenn man darauf nicht eingeht, dann entstehen letztlich Kriege, wenn die Konflikte nicht gelöst werden können. Aber das heißt nicht, dass wir keinerlei Anhaltspunkte haben, Übereinkünfte. Aber ich frage dich ja jetzt seit einer Stunde, was für Anhaltspunkte haben wir, dass diese Person böse oder gut ist? Wie können wir das messen? Also, habe ich da doch gerade gesagt, wir haben eine Wertegemeinschaft, wir können uns auf gemeinsame Werte einigen. Mit denen kommst du auf keine gemeinsamen Werte. Die finden auch Krankenhäuser fatal. Wer denn? Dieses Naturvolk. Weil die sagen, Krankenhäuser, ihr rettet zwar damit Menschen, aber ihr unser tut da mehr Schaden. Wert ist, dass wir ein Recht darauf haben, unser Glück zu verfolgen und dass wir nicht verletzt werden wollen von anderen. Den Wert haben wir, den Wert hat dieses Naturvolk. Ja, und wenn es jetzt sagt, ihr verletzt unsere Werte, ihr verletzt unseren Anspruch, unverletzt und unbedroht unser Leben zu entfalten, das wollt ihr doch auch, wenn wir sagen, ja, das stimmt, das wollen wir auch. Aber ihr macht es bei anderen. Deswegen müssen wir einen gemeinsamen Weg finden, um gemeinsam leben können auf dem Planeten. Ich verstehe jetzt nicht ganz deinen Punkt. Also ich glaube nicht, dass das... Also wenn die dir, also die würden ja wahrscheinlich sagen, was völlig richtig ist, ihr werdet bestimmt nicht all eure Technologien und alles jetzt über den Haufen werfen, nur weil ihr jetzt dann wieder so lebt wie wir Naturvölker in Baumhäusern. Das heißt, sie sehen als einzige Möglichkeit den Kampf. Und sie sagen ja, ihr tötet jeden Tag so viele Lebewesen und zerstört die Umwelt mit jedem weiteren Tag und legitimieren so den Kampf. Und ich glaube nicht, dass wenn dann an einem Tag rauskommt, ja, da sind 10 Menschen dort gestorben, dass man sagt, ja, das ist halt seine subjektive Meinung, der hat halt auch diesen Wert, Glückseligkeit verfolgen. In seinem Fall ist es auch, für ihn ist die Glückseligkeit von anderen Lebewesen sehr, sehr wichtig, was auch sehr lobenswert ist. Und man sagt, ja, das ist seine Meinung, das ist unsere Meinung. Boah. Das ist einfach Unsinn. Es ist für dich absolut falsch, was die machen. Es ist für dich absolut objektiv falsch und für uns alle Menschen ist es absolut objektiv falsch. Wir können es aber nicht begründen, wieso es falsch ist. Was genau ist für mich absolut falsch? Dass dieses Naturvolk, also böse, dass dieses Naturvolk unschuldige Menschen tötet heimlich, um für die Natur, für die Umwelt und für andere Tiere einzustehen und sie keinen anderen Weg sehen, außer so, weil 50 Leute aus dem Naturvolk oder so etwas, wenn ja, bestimmt keine Stimme in Deutschland bekommen. Das Naturvolk würde wahrscheinlich auch nicht wollen, dass man mit ihm so umgeht. Ja gut, aber... deswegen muss man gemeinsam vernünftig Regelungen finden, wie wir einigermaßen leben können. Ich kann dir jetzt schon sagen, es wird immer problematisch bleiben. Die Alternative wäre... wir leben nach Gottes Regeln. Die kenne ich leider nicht. Nein, das ist ein Schritt zu viel. Nein, das ist nicht ein Schritt zu viel. Nee, weil Gottes Regeln, da müssen wir erstmal Gottes Existenz... Du sagst jetzt die ganze Zeit, dass wir beliebig und subjektiv sind. Genau. Das heißt ja, dass du eine objektive... Richtig. Einen objektiven Aber Maßstab dann hast. Müssen wir erstmal... Und der muss dann auch für mich gültig sein. Richtig. Sonst wäre er nicht objektiv. Richtig. Und dann sollte ich ihn schon nachvollziehen können. Richtig. So wie du, ich muss jetzt ein bisschen auspacken. Du sagst die ganze Zeit, dass wir uns in Widersprüchen... verheddern. Das ist natürlich aus philosophischer Perspektive genauso, wenn wir uns die Religionen anschauen. Wieso, was ist da für ein Widerspruch? Wir sehen in den Religionen, dass es bestimmte Konflikte gibt, wenn Regeln nicht eingehalten werden, dass Menschen unglücklich werden dadurch. Also ich bin jetzt, es tut mir leid, ja, das Gespräch findet hier statt, ich muss jetzt ein bisschen frei sprechen, ja. Was ist, wenn das Kind, das in die Pubertät kommt, zu Hause sagt, ich bin homosexuell und hier ist meine neue Freundin, mein neuer Freund? Kannst du mir zeigen, dass das falsch ist? Ich kann dir also aus jüdischer, christlicher und muslimischer Sicht, also das ist jetzt ein großes Thema, ich weiß ja, nicht. Ja, deswegen sind wir ja hier. Nee, wir können, also das wäre halt jetzt
Das wäre jetzt ein großes Thema, was ich jetzt gerne ausführlich besprechen könnte. Es fängt damit an, dass grundsätzlich Sexualität im Islam sehr starke Grenzen hat. Und das ist nicht Mann, Mann, Frau, Frau. Das sind weitaus viele Grenzen. Wie zum Beispiel, wenn du mit einem, du darfst erstmal nicht einfach so, ein Mann und eine Frau dürfen nicht einfach sexuellen Wir Verkehr kennen haben. die Regeln alle. Das Der heißt, Punkt ist nur, wenn in der Familie ja, lass die mich nächste ausreden. Generation das nicht möchte, wenn ich sage, ich möchte mich aber sexuell ausleben und unsere Verfassung erlaubt es auch, das ist keine Straftat, wie geht man damit um? Ja, okay. Also, ich wollte jetzt gerade aus islamischer Sicht eingehen, aber wenn du so die Frage stellst, dann stelle ich dir einfach die ähnliche Gegenfrage. Die Nein, bleib mal bei der. Die Verfassung erlaubt nicht Inzest. Das heißt, der Das war Verkehr, jetzt die Frage gerade. das ist genau dasselbe Beispiel wie deins. Das erlaubt die Verfassung nicht. Das heißt, Inzest, dass die Schwester und der Bruder miteinander verkehren. Wenn deine Kinder jetzt zu dir kommen und sagen, Papa, ich und Nathalie, also deine Tochter, wir wollen zusammen und wir sind schon 14 und laut deutschem Recht darfst du uns auch nicht in der Sexualität einschränken. Das Einzige, was du darfst, ist, dass du sagst, das passiert bitte nicht in meinem Haus. Aber ich und Bruder und Opa macht auch mit, wollen zusammen sexuellen Verkehr machen. So, und die sagen, wir schaden keinem, wir verhüten doppelt dreifach, Spirale, Pille und so weiter. Wir schaden keinem. Was sagst du dazu, Papa? Was sagst du dann? Wie oft passiert das? Inzest gibt es. Es gibt sogar eine Doku Ich dazu. weiß, dass es Inzest gibt, aber Ja. wie oft passiert es, dass die Wenn es anfängt. 14- und 15-jährigen Kinder, die bei Okay. dir im Haushalt zusammenleben, Ja. zu dir kommen und sagen, so, wir sind jetzt ein Paar? Wie oft passiert es empirisch? Okay, gebe ich dir recht, passiert selten. Aha, Wenn es ab das ist aber jetzt, nicht ganz Vorsicht, ohne Vorsicht, Belang. wenn es ab jetzt öfter passiert, denkst du, wir sollten da eine Änderung des Gesetzes haben, dass Inzest erlaubt wird? Ja. Okay. Was ist, also das heißt Opa, also deine Tochter. Es geht immer darum, dass wir uns, also Inzest ist ein problematisches Thema. Im Grunde bin ich auch nicht hier, um Position zu vertreten. Es ist momentan verboten. Es gibt aber durchaus Bestrebungen, das auch zu erlauben. Es ist nicht absolut gesetzt und das große Problem dabei ist, dass wir dabei keine Geschädigten haben. Absolute Voraussetzung, deswegen ist das so ein sehr extrem heikles Thema, ist, dass es aus freien Stücken stattfindet. Genau. Und das ist in der Regel, also die Inzestfälle, die es gibt wenige Paare weltweit, das ist in der Regel so, dass die als Geschwister getrennt wurden, getrennt aufgewachsen sind und dann später wieder zusammengefunden haben und sich ineinander verliebt haben, sind aber eben blutsverwandt. Das sind die Fälle, in denen das stattfindet und da würde ich, aus meiner Sicht, hätte ich da nichts gegen einzuwenden. Es Okay. ist verboten, weil die Alltagsmoral von sehr vielen das derart abstoßend findet, dass wir das verbieten. Ich könnte es aber von mir aus nicht gut begründen, warum das Das ist verboten sein sollte. eine rationale Es Sicht und ist ich. extrem wichtig, dass es aus freien Stücken Ja, stattfindet. das passt schon, ja. Das ist eine rationale Sicht und man kann natürlich das Ganze dann immer weiter in die Spitze treiben, indem man dann zum Beispiel sagst du, Aber Inzest jetzt sollte bleib erlaubt doch mal werden. bei dem, ich habe jetzt eine Frage beantwortet, jetzt hätte ich gerne die Frage zu den Genau. homosexuellen So, Nachkommen. das ist für mich genauso, also erstmal, mit diesen Mitmenschen gehen wir natürlich respektvoll um. Und das ist, Ja, denke was ich, ist denn ein respektvoller das erkläre ich Umgang? jetzt gerade. Das ist natürlich, also es ist ein sehr, sehr großes Thema. Ich wollte dazu ein eigenes Video machen. Ich wollte mich eigentlich, deswegen würde ich das Thema gerne aufheben, ich wollte mich eigentlich mit einem schwulen Muslim treffen oder mit einem Transvestiten treffen, damit ich mit dieser Person mal rede. Weil es. Eine Transperson dann? Genau, richtig. Transvestit Ein ist falsch. Transvestit ist ein Travestiekünstler, meines Wissens. Man nennt sie Transpersonen. Achso, ich kenne den Begriff Transvestit. Okay, vielleicht bin ich da falsch informiert. Auf jeden Fall, ich meine, das ist aber für mich genauso, wie wenn mein Sohn jetzt zum Beispiel zu mir kommt und ich bin der muslimische Vater und der Sohn sagt, Papi, ich habe unfassbar viel Testosteron und ich will jetzt mit ganz vielen Frauen willkürlich Geschlechtsverkehr haben. Dann würde ich meinen Sohn sagen, aber mein Sohn, das ist nicht richtig. Die Muslime sind der Überzeugung, dass ein Mann, eine Frau, sie lernen sich erstmal gegenseitig kennen, sie schauen, ob sie
zueinander passen und dann heiraten sie zusammen. Das heißt, selbst wenn er sagt, aber Papa, ich bin ja so geboren, schau mal, ich habe hier vom Arzt geholt, Testosteron überdurchschnittlich, Papa, ich bin so geboren, ich fühle so. Genauso wie der andere sagt, ich fühle so. Ich würde ihm natürlich trotzdem mit Respekt begegnen, aber ich würde ihm klar machen, aus unserer Sicht ist das Ganze verboten. Das würde übrigens der jüdische Vater machen, das würde der muslimische Vater machen, der christliche Vater, aber mit Respekt und das in deinem Herzen ist, du möchtest ja das Beste für ihn. Durchaus, und das ist eine sehr komplexe Sache, ich habe mit einem schwulen Muslim geredet und er hat gesagt, er kann einfach dagegen nicht ankämpfen. Das ist irgendwie in ihm drin. Aber warum und dann, sollte er das tun? Naja, er tut es, weil sich zum Beispiel bei mir schon mal ein anderer schwuler Muslim gemeldet hat und der hat zu mir gesagt, Bruder, ich brauche deine Hilfe, ich bin überzeugter Muslim, ich bin überzeugt, dass Gott existiert, ich bin überzeugt, dass der Islam der richtige Weg ist, aber, und ich bin überzeugt, dass die Werte Gottes die besten Werte sind, aber ich habe homosexuelle Gedanken. So jemand kam zu mir und er hat zu mir gesagt, und ich hasse diese Gedanken und ich will diese Gedanken weghaben, ich verabscheue sie, ich ekel mich vor sie, ich möchte sie weghaben. Ich bin überzeugter Muslim, ich möchte das nicht, aber ich weiß nicht, wie ich das wegbekomme. Und es ist nicht ein Manipulierter, das ist einer, der kommt aus einem unreligiösen Haushalt und hat sich selber damit beschäftigt und hat diese Überzeugung aufgebaut. Das ist wie für uns, dass ich sage, ich fühle mich gegenüber Kindern hingezogen. Wenn das jemand hat, der sagt, ich bin krank, ich will das weghaben, aber ich krieg's irgendwie nicht weg. Und ihr, also was heißt ihr, das ist halt in den Völkern unterschiedlich. Manche Sachen werden als Krankheit dargestellt und manche Sachen werden nicht als Krankheit dargestellt. Ja, wo ist jetzt hier der Unterschied zwischen dem der... Ist Pädophilie eine Krankheit? Würde man sagen, ist eine Störung, soweit ich weiß. Genau. Und das ist halt, aber warum? Das ist halt die Schwierigkeit. Ich meine, mit Pädophilie musst du nicht unbedingt Kindern schaden. Mit Pädophilie schadest du nicht zwingend Kindern. Also du führst die Pädophilie nicht aus, sondern, keine Ahnung, versteckst dich im Gebüsch, in einem Badeort. Schadest du auch keinem. Und so drehen wir uns im Kreis. Wir drehen uns eigentlich immer im Kreis. Solange das Kind nichts davon mitkriegt und nichts davon nicht geschädigt wird, muss jeder mit seinen Gedanken umgehen. Ja gut, also ich möchte nicht, dass ein Mann... wenn ich mit meinen Kindern im Badeort bin, ja, klar, wirklich, dass dann ein Mann im Wald ist und auf mein Kind anschaut und sich aufgeilt und sich selbst befriedigt. Aber für dich ist jetzt homosexuell sein gleich problematisch wie pädophil sein. Ist das richtig? Nein, es gibt, das sind verschiedene Sachen der Sexualität, die im Islam ihre Grenzen haben. Und die sind gleich zu bewerten. Das ist zum Beispiel... Das habe ich ja verstanden. Es gibt diese genau. Grenzen. Der Punkt ist, dass ich sie nicht nachvollziehen kann. Und das ist Punkt, natürlich klar, aber das stimmt. Peter, da hast du recht. Ja. Natürlich kannst du nicht nachvollziehen. Wenn wir philosophische Ethik betreiben, ja, fragen wir auch, wo wir empirische Belege haben. Mhm. Und was... Ich kann an Gott glauben, okay, also meine Position und die der Mehrheitsgesellschaft hier ist, dass wir Gott nicht bis ins Letzte beweisen können. Das hält uns nicht davon ab, daran zu glauben, aber gibt es Restzweifel? Und was lassen diese Restzweifel zu? Ich habe keine Restzweifel. Das glaube ich dir, aber wenn die Kinder nach Hause kommen und das äußern, mhm, und ihr Lebensglück davon abhängt, sie wollen genau wie alle anderen Erwachsenen, wie die allermeisten Erwachsenen, eine erfüllte Beziehung leben, mit einem Menschen, den sie lieben, sie wollen ihre Sexualität ausleben, mit einem Menschen, den sie lieben, ist aber das gleiche Geschlecht. Wir können jetzt empirisch belegen, dass es, wenn es ihnen verboten ist, dass es ihnen schlecht geht. Ja. In der Regel ist es so, aus meiner Perspektive als Lehrer habe ich natürlich viel mit Nachkommen zu tun, die zwischen den Kulturen ein bisschen aufgewachsen sind. Ja. Die sind nicht so religiös wie ihre Eltern, die haben das nicht so übernommen. Trotzdem verstoßen die gegen religiöse, ich bin jetzt auch gar nicht zum Muslim gekommen heute, ich spreche ja von religiöser Weltsicht allgemein. Ja. Sie verstoßen gegen die Sexualmoral der Eltern. Nicht der Eltern, der Religion. Also ja, die Eltern haben das natürlich, übernehmen das natürlich im innerlichen Kreis. Und daraus entsteht oft wirklich großer Zwist in den Familien. Die Individuen leiden wirklich, weil sie von der Community gemobbt werden, weil sie entweder zu früh einen Freund haben, nicht verheiratet sind, ach so, okay, oder weil sie homosexuell, ja, sind und so weiter. Selbst wenn nicht,
sind sie so antrainiert, an diese Religion zu glauben, dass sie sich selbst für diese Gedanken verbieten und sich einreden, dass es schlecht wäre, weil Gott es so will. Ja, also da gebe ich dir recht, Da würde ich Peter. sagen, wenn es einen Restzweifel gibt Ja. und Gottes Wille, ich muss das in Anführungsstriche setzen, Gottes Wille sich so auswirkt, dass du als Individuum überfordert bist von dem, was Gott von dir will und du wirklich unglücklich durchs Leben gehst, dann haben wir gute Gründe, diese Zweifel zuzulassen und vielleicht einen Kompromiss zu finden. Ich muss deswegen nicht meine Religion aufgeben. Deswegen habe ich am Anfang auch gesagt, wir können Gott nicht beweisen. Es gibt aber vielleicht Gründe zu hoffen, dass es Gott gibt. Und der Glaube kann mir Trost spenden, er kann mir gewisse Leitlinien im Leben geben, kann mir Struktur bieten. Das sind alles gute Sachen. Aber letztlich geht es doch um das Glück meiner Kinder. Oder um mein Glück Ja, auch, wenn ich Peter. diese Gefühle Die in Sache ist, mir. das klingt an sich sehr romantisch und süß. Das muss ich zugeben. Aber es ist halt, wenn du es konsequent ehrlich durchdenkst, es gibt viele, also was heißt Ich das wundere Glück? mich, wie konsequent und ehrlich du selbst bist. Ja, also wenn man da sagt, ich gehe jetzt von dem Glück meiner Kinder aus, es gibt sehr viele Kinder, die haben null Bock auf Schule. Und die Eltern zwingen sie zur Schule und die sind nachweislich unglücklich, jeden Tag in die Schule zu gehen. Die Eltern, das ist halt nun mal so, sind also eine Erziehungsperson und haben nun mal das Recht, die Kinder da ihre Lebensvorstellung vorzugeben. Die sagen, doch, du gehst in die Schule und doch, du machst dein Zimmer sauber. Und der ist dann nachweislich unglücklich, weil er einfach keinen Bock auf diese Schule hat. Und genauso, ich gebe dir da recht, und also ein Na, mach Punkt, ruhig mal weiter. aber ein Punkt, wo ich dir, also ich mache weiter, ein Punkt, wo ich dir zustimme, ist, dass die Eltern da teilweise sehr unempathisch und sehr Es unvorsichtig ist egal, wie vorgehen mit den empathisch sie Kindern. sind. Wir sind ja, nee, jetzt muss ich mal kurz Ja, eingreifen. aber warte ganz kurz. Du hast vorhin schon gesagt, wir gehen freundlich um und so weiter. Das ist genau das Problem, das ich in den Religionen sehe, in manchen Religionen. Ich habe eher Erfahrungen auch außerhalb der muslimischen Gemeinde damit gemacht. Sobald man keine körperliche Gewalt anwendet, sobald man sie nicht beschimpft und so weiter, heißt es immer, wir tun ja niemandem was. Wir sind ja nett zu allen. Aber die Botschaft, die man aussendet, ist die gleiche. Und Menschen, die davon betroffen sind zu einem Selbsthass sogar gekommen. Sie hassen ihre eigenen Gefühle. Niemand schlägt sie, aber allein die Botschaft, es ist falsch, was du machst vor Perfekt. Gott. Perfekt. Gut. Jetzt mache ich eine Umfrage, die komplett alles zerfetzen wird. Ich Wer, dachte, du bist nicht zum nee, Zerfetzen nicht gekommen, dich, Leute. sondern allgemein, passt auf, diese Umfrage, bitte genau zuhören. Wer kennt eine Person oder vielleicht bei sich selber in der eigenen Familie oder kennt eine Person, die starke Repressalien, die starken Druck von den Eltern bekommen oder Familie bekommen, weil sie gläubige Muslime geworden sind? Und sich nachdem, die wollten sich bedecken, das Mädchen wollte sich bedecken, der Sohn fängt an, in die Moschee zu gehen und so weiter. Wer kennt aus seinem Umfeld, dass die Eltern Stress gemacht haben, weil man gläubiger geworden ist? Oder die von, wer kennt aus seiner eigenen oder Freunde? Ich weiß nicht, was das Ja jetzt soll. Das Ja bedeutet, das Ja Also bedeutet ist, das siehst du auf beiden Seiten. Das heißt, das sind atheistische Eltern. es geht ja nicht darum, dass ich das sehe, Das ist die Realität. So ist das nun mal. Und das wird sich, denke ich, nicht ändern, weil entweder du sagst. du kannst jetzt 100 Mal sagen, das ist die Realität. Wir leben in einer Realität, aber gleichzeitig bewerten wir natürlich unser Handeln. Und natürlich leben alle möglichen Menschen, verhalten sich in vielen Situationen nicht, wie man es vielleicht erwarten könnte in einer aufgeklärten Würdest du dich Gesellschaft. freuen, wenn dein Kind zum Islam konvertiert? Es kommt darauf an, Auf was? ob es eine moderate Richtung wäre. Zum Beispiel, der wird wie Anas Islam. Feierabend. Dann wäre ich wirklich traurig. Aber Wieso? ich würde ihm, naja, es wird viele Gespräche, es würde Wieso? viele Gespräche geben. Anas Islam, integrierter Kerl, versucht Kontakt zu suchen. Ich So, versuche Kontakt solange. zu suchen zu Ex-Muslimen, zu Ethiklehrern, zu Rabbiner, zu Schwulen. Ich versuche überall in den Dialog zu treten. Seit ich 16 bin, arbeite ich, zahle meine Steuern, ich habe nie gegen das Gesetz verstoßen, bin ein dufter Kerl, ich habe doch niemandem was gemacht. Ja, aus deiner Perspektive bist du ein dufter Bin, aus deiner Sicht bin Kerl. ich nicht dufte. Das ist ja das Gefährliche an dir. Ich meine, wir machen ein bisschen Show jetzt.
Das Gefährliche an dir Ist, dass ich ist ja, dufte. dass du so ein netter Kerl bist. Und ich kaufe dir wirklich ab, dass du ernsthaft auf der Suche bist. Das ist aber süß von dir. Aber das entspricht in ganz vielen Religionen. Aber schau mal, ich respektiere das, Peter. Ich Ich kann bin es verstehen, jetzt, dass du gesagt hast, du nenn es wärst auch nicht ein bisschen glücklich. komödiantisch, ja. Es entspricht in vielen Religionen dem Bild des Satans. Da kommt so Sleek daher, nett und verführt dich. Er verführt dich. Und irgendwann will er was von dir, was dich als Individuum zerstört, wenn du deine Sexualität nicht ausleben darfst. Wenn dein Sohn entscheidet, ich konvertiere jetzt zum Christentum, oder deine Tochter übrigens auch, wir haben ja auch Töchter oder Menschen, die sich nicht klar Definitiv, identifizieren ja. können. Wir haben noch 10 Minuten. Das heißt, dann machen wir kurze Pause, oder? Genau. Ich würde auch offen lassen, dass wenn du sagst, weil das ist ja jetzt alles sehr, sehr fremd gewesen. Du siehst die Mädchen bedeckt, die Männer da und irgendwie so getrennt. Das ist natürlich alles sehr, sehr fremd. Und wenn du da allgemein Fragen hast, weil darum ging es mir eigentlich, gegenseitig kennenlernen, ist natürlich ein bisschen hitziger geworden. Aber letztendlich geht es darum, wir werden nicht einer Meinung sein. Ich glaube, das ist dir eh klar. Und dann geht es halt darum, wie können wir möglichst schön miteinander leben. Ich gebe euch mal ein Beispiel, was mich, muss ich ehrlich zugeben, Peter, ein bisschen verletzt hat. Moment. Ist nach den 10 Minuten Schluss oder machen Dann wir eine Pause? Fragerunde. Dann machen wir Okay, ein paar Fragerunde. Sachen will ich dann auch noch rausmachen. Gerne. Ne? Ja, kannst du Ganz kurz, rausmachen. also wir könnten es gerne so machen, dass nach der Viertelstunde, wenn das Gebet anfängt, können wir einen Cut machen, das Gebet durchführen und ihr könnt danach gerne die Diskussion auch fortführen. Wenn das jetzt ein interessanter Punkt ist oder noch Dinge nicht ausgesprochen sind, das ist kein Problem. Also wie gesagt, wir können das flexibel gestalten. Ich wollte euch nur kurz Bescheid geben, dass ihr ungefähr so im Auge habt, dass man dann vielleicht einen groben Cut macht und nicht mitten in einem Argumentationspunkt ist. Genau. Also wir können gerne nach dem Gebet die Diskussion fortführen. Ja. Es geht letztendlich um ein schönes Miteinander. Als ich den Peter eingeladen habe zum Gespräch, habe ich zu ihm gesagt: Hey Peter, ich weiß, du bist vegan und es gibt manche Veganer, die sind so ein bisschen, sag ich mal, strenger und die sagen: Ich sitze nicht am Tisch mit jemandem, der Fleisch isst. Und ich gehe auch nicht in ein Restaurant, wo Fleisch gegessen wird. Deswegen habe ich dem Peter direkt angeboten: Hey Peter, kein Ding, ohne dass er mich fragt. Habe ich gesagt: Hey Peter, wenn du willst, gehen wir in ein veganes Restaurant. Ich esse natürlich auch nur was Veganes. So, das ist einfach aus Respekt dir gegenüber. Und das ist, was ich meine mit zueinander kommen. Und was mich dann verletzt hat, Peter, muss ich ehrlich zugeben, als ich denen dann gesagt habe: Hey, wenn wir aber essen gehen, bitte kein Alkohol am Tisch, weil das halt für mich nicht erlaubt ist, dann war da von deiner Seite relativ wenig Verständnis dafür. Und so, ja, du meintest ja, die Grundlage ist die Verfassung und sowas. Ich mir, ja, aber die Verfassung schreibt ja nicht vor, es muss Alkohol am Tisch sein, sondern es geht einfach darum, dass wir Sie uns erlaubt mir gegenseitig, aber Alkohol sie zu trinken. erlaubt mir auch Fleisch zu essen, aber ich Ja, habe ich das habe aus ja auch, Respekt dir du gegenüber. musst, Das muss man auch aber ehrlich du sagen. kennst mich doch gar nicht. Er hat. Du hast irgendeinen Film von Veganern im Kopf. Du Richtig. kennst mich. Ich habe Also, dir, ich hab da dir hat der nicht, Peter auch ich hab dir gesagt, das nicht musst du eine nicht einzige machen. Auflage gemacht. Ich Richtig. wäre sogar, und das sage ich jetzt in aller Öffentlichkeit, sogar auf YouTube und dafür werde ich gesteinigt. Ich habe sogar. Jetzt kommt's. Oh. Jetzt nicht gespannt. Ich habe sogar zugesagt, dass wir uns in einem Steakhouse treffen, solange ich eine Portion Pommes kriege. Ja, ich gebe dir Das da waren recht. meine Ich gebe dir da Auflagen. recht. Aber. Und wenn du keinen Alkohol trinken möchtest, musst du keinen Alkohol trinken. Aber Richtig. warum sollte ich jetzt nicht hier. Aber zum Beispiel, falls du gesehen hast, mit wem ich diskutiert habe, zum Beispiel für den extremen Veganer kommt Aber das ich habe gar mit nicht in diesen Leuten Frage. überhaupt nichts zu tun. Richtig, ich weiß ja. Aber ich meine damit, Du dass vertrittst von. jetzt auch nicht den Islam, Ich hoffentlich. meine damit, dass ich mit so einem Respekt entgegenkomme, dass ich sage: Hey, schaut mal, wenn ich dich jetzt zu mir eingeladen hätte, hätte ich nicht gesagt: So, bei mir gibt es da Rindshoxen, du schaust doch mal, was du isst. Sondern ich hätte gesagt: Ich mache dem das beste Falafel und Hummus und so weiter, was ich machen kann. Es geht einfach darum, wir haben sehr unterschiedliche Ansichten. Aber letztendlich müssen wir in Deutschland eins irgendwie zusammenleben. Es ist einfach nicht mehr so wie früher. Da gab es ein Volk, das war pur christlich, das andere Volk pur jüdisch, sondern wir sind komplett gemixt miteinander. Und jetzt, wir können das nicht zusammenbringen. Also wir können nicht sagen: Hey, wir müssen jetzt auf eine Meinung kommen. Das werden wir nicht schaffen. Aber wie können wir so schön wie möglich miteinander leben, trotz dieser weitaus unterschiedlichen Moralvorstellung und vielleicht Weltanschauung. Und das ist eigentlich mein Ziel. Und deswegen habe ich es auch direkt angeboten, ohne dass du mich fragst, dass ich sage: Hey, kein Bedrängnis, wenn das für dich eine Anforderung ist, kein Ding, ich verstehe es. Ich werde mich mit einem Rabbiner treffen und ich werde ihm sagen: Hey, habe ich irgendwas zu beachten? Warte Wie mal verhalte ich kurz, mich in einer ist das, Synagoge? würden alle zustimmen, ist das eine muslimische Regel, dass am gleichen Tisch
kein Alkohol getrunken wird, auch wenn dann Nicht-Muslime sitzen. Dürfen die Nicht-Muslime, wenn sie am gleichen Tisch sitzen, keinen Alkohol trinken? Also dürft ihr am Tisch sitzen, wenn man Alkohol trinkt? Melden, wer sagt, das ist erlaubt? Also wer sagt, okay, wenn ich da mit Freunden unterwegs bin und der Freund will am gleichen Tisch ein Bier trinken, wer würde sagen, das ist im Islam nicht erlaubt? Nicht erlaubt. Also wer sagt, du sitzt nicht, ja, das war eh schon, oder willst du noch machen? Und wer sagt, ja, mein Freund kann da ein Bier trinken und ich muss ja nicht auch Alkohol trinken. Für wen von euch ist das okay, wenn die andere Person Alkohol trinkt und du selbst aber nicht? Ihr seid keine Muslime. Ist das muslimischer Konsens, ja? Also der einzige Ausnahmefall ist, wenn man jetzt zum Beispiel, es gibt ein grundsätzliches Prinzip, was ist, wenn ich da jetzt zum Beispiel schlimme Repressalien, also schau mal, ich sag mal so, es gibt immer einen Unterschied zu, das ist in meiner Religion nicht erlaubt, aber vielleicht mache ich es doch, weil da zum Beispiel in der Arbeit ein Team-Event ist und aus irgendeinem Grund, wenn ich das jetzt machen würde, gäbe es Problematiken und das würde so eine große Problematik hervorrufen. Dann sind wir leider in der Position, dass entweder wir sagen, okay, dann mache ich das halt jetzt einfach mal, ist ja eine Ausnahme, oder wir fragen, ja, kann man das irgendwie anders gestalten oder so etwas, wir können nachfragen, und was manche einfach eiskalt machen, ist, sie melden sich krank. Das ist es halt. Und ich sagte, ich kann dir von mir sagen, das wissen ja auch die meisten Leute, manchmal ist es einfach nicht so leicht. Und manchmal, wenn es insbesondere in solchen Umständen sind, ist es halt manchmal nicht so leicht, dann versucht man das Beste draus zu machen. Ja, aber das ist halt immer der Unterschied. Wir sagen, wir würden niemals jetzt sagen, boah, ist das schwer, ach komm, mach mal die Regel weg. Schweinefleisch, halal. Also wir tun niemals die Regeln. Die Regeln akzeptieren wir, die sind so im Islam, die sind so im Koran. Wie ich mich dann letztendlich verhalte, ist ja dann wieder ein anderes Paar Schuhe. Ja, und das Problem ist halt immer dann, wenn es zu einer ethischen Fragestellung geht. Das heißt, wenn deine Letztbegründung für dein Handeln Gott ist, und sich diese Auffassung auswirkt auf andere Menschen, mit denen du, auf die sich dein Handeln auswirkt. Das ist ihm schadet, meinst du? Das ist zum Beispiel eben im Umgang mit Homosexualität, es ist im Umgang mit, was haben wir gesagt, mit Konversion. Ich weiß nicht, was die offizielle, ich habe schon viele. Also man kennt so ein paar Sätze aus der muslimischen Gemeinde, ich weiß nicht, aber was offiziell ist, wenn ein Familienmitglied zum Christentum konvertiert. Ich weiß nur, dass in manchen Ländern darauf, glaube ich, die Todesstrafe steht, will ich jetzt aber keinen unterstellen. Aber wie geht man offiziell damit um? Wäre es ein Problem in der Familie? Meine Schüler sagen, oh ja, das wäre ein Problem, wenn ich nach Hause kommen würde zu meinen Eltern und würde sagen, ich konvertiere zum Christentum oder sonst was, dann wäre das... Ja, aber ich verstehe nicht, wieso zeigst du mit dem Finger auf uns, während du vorher selber gesagt hast, es wäre ein Problem für dich, wenn dein Sohn sich uns hier anschließen würde und regelmäßig zu uns kommen. Weil ich davor Angst hätte, wieso, dass vor er was? Als Letztbegründung nicht mehr seine eigene Vernunft im Leben hat, sondern Gottes Vernunft, die wir nicht nachvollziehen können. Wir haben doch vorher gesagt, dass es vollkommen vernünftig vom Naturvolk war, einen Angriff zu starten. Aber auf gemeinsamen menschlichen Werten. Das macht es auch nicht besser, die ganzen die Leute. Das habe ich nicht verstanden. Also unsere Werte hier in Europa, die basieren ja auf christlichen abendländischen Werten, sprich auf einen... Also meine Werte basieren nicht auf christlichen. Und woher habt ihr die? Bitte keine Bildungsdiskussion. Fragen nachher. Die Werte, die kommen ja irgendwo her. Also zumindest, er hat schon nicht ganz Unrecht, also beziehungsweise er hat Recht, um genau zu sein. Wenn zum Beispiel jetzt das Gesetz mit der Inzest rührt ja tatsächlich noch aus christlichen Werten, aber Peter vertritt genau, das ja nicht. Genau, ich vertritt aber keine Festtumung. Ja, er vertritt das nicht. Also, ja. Und es ist so, dass vieles in der Gesellschaft ganz irrational begründet wird. Das hat nichts mit Religionen zu tun. Aber schon. Viele Menschen handeln sehr irrational. Ja, vielleicht eine Sache. Also man merkt ja, und das ist halt für mich immer der springende Punkt, ob du jetzt vegan bist, ob du jetzt atheistisch bist, welche sexuelle Orientierung du hast, nichts ändert sich für mich dran und für die meisten Muslime in Deutschland, wie wir miteinander umgehen. Und das bewertet letztendlich auch das Volk und die Verfassung. Das ist aber nicht in der Praxis so, was dass zum die Beispiel? Homosexuellen sagen, sie haben genau das gleiche Verhältnis zu ihrer Gemeinde, zu ihren Eltern, zu ihren Freunden,
wie vor Ihrem Outing. Es ja, gibt so viele Beispiele, wo das nicht so ist und es wird religiös begründet. Ja, also hier müssen wir kommen wieder auf das Thema zurück. Wenn ich jetzt eine Sache machen würde, die mir gefällt, meinem Gelüst gefällt, das ist vielleicht eine wichtige Sache. Im Islam geht es nicht darum, das maximale Gelüstgewinn aus der Welt herauszuholen. Darum geht es im Islam nicht. Es geht nicht darum, hab so viel Spaß wie möglich. Darum geht es beim Islam nicht. Das war nie Sinn, ganz im Gegenteil. Das wird von Gott im Koran kritisiert, indem er sagt, Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Habt ihr nicht die Menschen gesehen, die ihre Gelüste zu ihrer Gottheit machen? Das wird kritisiert, weil du quasi rein instinktiv einfach nur nach deinem Instinkt gehst, auf was du Bock hast und deine Vernunft, deinen Verstand nicht einschaltest, nicht hinterfragst. Also darum geht es beim Islam nicht. Und ich schränke mich in vielen Sachen ein, Peter, kann ich dir sagen, die ich gerne machen würde, aber die im Islam halt nicht erlaubt sind. Wie zum Beispiel abgescheide Schweinshoxen. Wenn du, mit dir im Reinen bist, ist das ja kein Problem. Genau. Sobald du die Botschaft deinem Kind weitergibst und das Kind ist nicht in der Lage oder es entscheidet, es möchte das nicht und es outet sich eben mit einer anderen sexuellen Orientierung, ist das Verhältnis in den meisten Familien, es wäre immer noch mein Kind und ich liebe es von ganzem Herzen, definitiv. Dass es genauso sein Freund auf oder die Partnerin, den Partner auf Familienfeiern mitbringt und so weiter, genauso gleichberechtigt lebt wie alle anderen in der Familie. Das würde genauso, also es gibt Fälle, wo das ist es doch oft ist, nicht so. Naja gut, es gibt bestimmt Fälle, wo ich dir zustimme, wo das sehr problematisch wird und nicht vernünftig damit umgegangen wird, da gebe ich dir vollkommen recht, aber grundsätzlich ist es bei uns Muslimen so, dass wenn ich irgendwelche Sünden mache, sei es, im Islam ist Glücksspiel verboten, im Islam ist der Alkoholkonsum verboten, im Islam sind sehr viele Sachen, einfach, das sind aus unserer Perspektive Sünden. Dann gehe ich nicht so sehr dann gehe ich aber nicht Grundbedürfnis als Mensch nach einer Partnerschaft. Da gebe ich dir recht. Und es ist ja auch eine Sache, die keine Leichtigkeit ist. Manch einer wird, weil man sagt ja, man ist so geboren. Und es gibt meines Wissens keine Studie dazu, die das explizit beweist, dass man damit geboren ist. Aber die Person sagt, sie fühlt so. Und das glaube ich ihr erstmal. Und das ist aus islamischer Sicht erstmal keine Sünde. Das ist aus islamischer Sicht keine Sünde und aus islamischer Sicht ist diese Person kein Sünder. Das Problem ist nur, wenn du quasi, und das ist halt jetzt die Sache, die wirst du gar nicht nachvollziehen können, wenn ich sage, ich habe mein Gelüst und dann habe ich die Werte, die mir Allah im Koran gibt, aber mein Gelüst ist mir wichtiger, ist höher gestellt als das, was Allah sagt. Das ist dann aus islamischer Sicht eine Sünde. Ich bin immer noch ein Muslim und wir alle machen Sünden, aber ich bin immer noch ein Muslim. Aber Sünden haben ja auch Konsequenzen, ne? Sünden haben Konsequenzen, aber es ist eine Sünde zwischen dir und Allah. Ja, warum sollte das eine Sünde sein? Das ist eben der Punkt. Okay, wir müssen, glaube ich, unterbrechen. 3 Minuten, okay. Oder noch, bitte? 3 Minuten. Dann haue ich noch ein bisschen raus. Gerne. Es gibt weitere Konsequenzen, wo ich wahrnehme, dass moralische Weiterentwicklung auch durch Religionen eher blockiert wird. Ja, aber ein Punkt ist. Ich verstehe den Satz nicht mal, Peter. Also du musst lass mich mal weiter. Aber wir müssen doch, warte, moralische Weiterentwicklung. Wenn wir Moral nicht vernünftig bewerten können, was du ja doch am Anfang, das war ja der Ursprung unserer Diskussion, wie kannst du dann diesen Satz sagen, das moralisch. Sagst du, dass wir es nicht vernünftig bewerten. Ich habe dir doch die Chance gegeben bei dem Naturvolk. Ich habe dir doch Beispiele genannt. Beim Naturvolk habe ich dir gesagt. Gemeinsame Werte einigen. Es gibt manche Menschen, die können sich darauf nicht einigen. Die einen sagen, unser Luxus hier mit den Gebäuden, das ist etwas, was uns wichtig ist. Da halten wir fest, das Naturvolk sagt, ihr seid Mörder, Vergewaltiger und so weiter von Tieren. Wenn du miteinander zusammenleben willst, gibt es ja auch diese Konflikte. Du brauchst ja nicht das Naturvolk, es gibt ja auch innerhalb der Gesellschaft diese Konflikte. Und die werden sich nicht einigen. Die einen beziehen sich eben auf Gott und die anderen sagen, ich schade niemandem, warum sollte ich nicht meine Sexualität ausleben? Genau, das würde auch der Inzest-Typ sagen und ein Inzest ist in Deutschland nach wie vor verboten. Und wenn du die meisten Menschen fragst... Ja, aber wir sprechen doch jetzt nicht über Inzest. Wir reden über sexuelle Orientierung und das ist auch Inzest. Also wenn das hat doch jetzt nichts mit der philosophischen Ethik zu tun. Das natürlich geht. Ist es verboten in Deutschland und es ist auch erlaubt, über dieses Verbot zu debattieren übrigens. Und es ist
wir fordern auch eine vernünftige Begründung in dieser Debatte. Mhm. Und es gibt auch im Bundestag Debatten, wo aufs Christentum sich bezogen wird. Und die darf man auch ablehnen. Also das muss man eben, das muss man echt zugeben, gemeinsam auf einen Nenner kommen. Das muss man, einen Kompromiss finden. Das muss man echt zugeben. Bei uns Muslimen, wir haben klare Grenzen und wir haben unsere klaren moralischen Werte. Du kannst uns vor 1500 Jahren treffen, du kannst uns heute treffen, du kannst uns in 3000 Jahren treffen. Das sind unsere moralischen Werte von Gott. Das kann man durchaus, du kritisierst das, schön und gut. Aber aus atheistischer Sicht, du weißt nicht, was für Überraschungen noch kommen. Zum Beispiel auch Nekrophilie. Du kannst sagen, hey Diggi, wenn ich sterbe, kannst du meine Leiche weiter für Geschlechtsverkehr verwenden. Du schadest niemanden, ich bin damit einverstanden, Leiche liegt dann im Wohnzimmer. Dann müsstest du aus atheistischer Sicht wieder sagen, ja, passt. Ich würde ganz kurz... Jetzt hast du mir den Wind aus einen sehr unangenehmen, aber ich will tatsächlich trotzdem hier den Cut machen. Ich finde es sehr, sehr schön, dass das Gespräch hat eher Sorge, dass wir vielleicht davor schon so ins Tröppeln kommen. Es ist ja noch sehr, sehr aktiv, die Diskussion. Ich würde trotzdem pünktlich jetzt das Gebet aussuchen, das Gebet vollziehen und dann könnt ihr danach selber entscheiden, ob ihr das noch fortführen wollt, ob ihr die Fragen übergehen wollt. Ich würde zumindest erstmal auf die Fragen eingehen, dann können wir nochmal weitermachen. Okay, ja. Dann genau. Ich würde gerne noch ein paar Punkte zu Ende bringen, so ein Schlussclaim. Okay, dann alle nochmal ganz kurz hinsetzen, dann machen wir das so. Bitte, Peter. Ja, müssen wir. Achso, danach. Achso, danach. Ja, sehr gerne. Gerne. Machen wir beide ein Schlusswort und dann gehen wir auf die Fragen ein, ja? Okay, wunderbar. Alles klar. Okay, vielleicht eine Sache. Ich würde mich wirklich herzlich bedanken bei dem Team von Peter, auch die mit ihm gekommen sind. Also ich bin immer so einer, mir ist es bewusst, dass das vollkommen fremd ist. Da, ich weiß noch einmal, hat jemand kommentiert, ja, was ist denn das für ein Gejaule, was da am Anfang immer ist? Weil die das halt einfach nicht kennen, die verstehen nicht, was singen die da plötzlich? Der macht den Adhan, das war der Gebetsruf, da singt er einmal, dann singt er nochmal, dann singt er was im Gebet. Und also ich bin da sehr dankbar und würde gerne einen kleinen Applaus dafür, dass sie bereit sind, hier zusammenzukommen. Und ich meine, die sind ja hier in einer fremden Umgebung. Für uns ist das alles ganz, ganz normal. Aber stell dir mal vor, du kommst irgendwo hin, was vollkommen fremd ist, aber verhältst dich trotzdem so respektvoll. Und deswegen ein Applaus. Und das finde ich wirklich schön. Und das ist interreligiöser Dialog. Ich meine, wir alle sterben irgendwann, wir werden von dieser Welt gehen. Versuchen wir es halt für uns, das Zusammenleben so schön und angenehm wie möglich zu machen. Und das ist meiner Meinung nach der wichtigste Schritt. Nicht übereinander reden, miteinander reden, mit einem Handschlag auseinandergehen, Gemeinsamkeiten finden, auch ein wichtiger Punkt. Genau, da wollte ich mich einmal bedanken. Gut, ich würde sehr gerne jetzt mal das Wort übernehmen zum Einstieg und würde mich freuen, wenn ihr mir ein paar Minuten zuhören würdet für einen kleinen Vortrag. Anders hat sehr viel Redezeit in Anspruch genommen. Ich glaube, das geht klar, wenn ich jetzt auch ein bisschen länger rede. Zunächst möchte auch ich mich von meiner und unserer Seite bedanken. Ich habe zum ersten Mal das Gebet live miterlebt. Es ist für mich ein sehr intimer Moment und ich bedanke mich nochmal ausdrücklich, dass wir anwesend sein durften dabei. Ich habe es auch ästhetisch als sehr schön empfunden. Überhaupt finde ich so die arabische Sprache und so weiter, leider kann ich nur Merhaba oder so, ja. Immerhin. Also vielen Dank und bin jetzt auch mehrmals gefragt worden, wir fühlen uns wirklich gut hier, fühlen uns gut aufgenommen, gute Gastfreundschaft und alles gut. Dann würde ich doch gerne mal ein bisschen meinen Standpunkt als Philosophielehrer und Lehrer der philosophischen Ethik, so nennen wir das ja. Es gibt auch eine christliche Ethik, eine islamische Ethik und so weiter. Und völlig religionsfrei nennt man es dann philosophische Ethik. Ach, ich wollte gerade den Stuhl wegrücken, aber da steht der Projektor drauf, sodass ihr besser gucken könnt. Also die Grundunterscheidung, die ich sehe, ist das Problem der Autoritäten. Die Religion gibt eine Autorität vor und wenn wir die nicht haben, müssen wir irgendwie andere Orientierung finden. Und ein berühmter Philosoph, René Descartes, hat im 17. Jahrhundert
beim Nachdenken gemerkt, Mensch, alle, von denen ich bisher gelernt habe, wenn ich mir die angucke, die Autoritäten, die streiten alle miteinander, die widersprechen sich gegenseitig und so weiter. Wie kann ich denn sicher sein, dass das, was ich jetzt gelernt habe, auch richtig ist? Vielleicht habe ich vom Falschen gelernt. Und so ist er vieles durchgegangen und hat alles in Frage gestellt und war auch verzweifelt und dachte, ich muss eigentlich alles nochmal von Grund auf neu aufbauen. Und was kann denn mein absolut sicheres Fundament sein? Er hat es nicht geschafft, ein Fundament zu gründen, was wir heute noch akzeptieren würden, weil er letztlich auch wieder Gott eingeführt hat und seinen Gottesbeweis akzeptieren wir nicht mehr in der Philosophie. Aber eine wichtige Erkenntnis hat er trotzdem. Er sagte, Gott hat uns das natürliche Licht der Vernunft gegeben, und zwar jedem von uns. Wir brauchen keine Autoritäten. Jeder ist in der Lage, durch Bemühen, durch Studium, Wahrheit zu erkennen und Wissenschaft zu betreiben. Das ist eine sehr wichtige Ausgangslage, dass wir uns, so würden wir es nennen, das war so der Beginn der Aufklärung, mit der Beginn der Aufklärung, dass wir uns befreit haben von Autoritäten über uns, die für uns die Bibel damals ausgelegt haben, die uns politisch alles vorgesagt haben, ohne Mitbestimmungsrechte und so weiter. Das Individuum hat einen Verstand und soll ihn auch gebrauchen. Und Kant, viele kennen den Namen wahrscheinlich, Immanuel Kant, hat in einem großen Buch, die Kritik der reinen Vernunft, geprüft, wozu die menschliche Vernunft selbst überhaupt in der Lage ist. Wie ist die menschliche Vernunft beschaffen? Und Bottomline war, die menschliche Vernunft kann weder Freiheit beweisen, Handlungsfreiheit, Willensfreiheit, also wenn wir selbst Entscheidungen treffen, wenn wir Regeln einhalten oder nicht, sind wir ja verantwortlich dafür. Das Problem ist, wenn wir den Menschen untersuchen, naturwissenschaftlich, und schneiden unsere Köpfe auf, sehen wir darin ein Gehirn. Wir sehen darin keine Gedanken, keinen Geist, keinen freien Geist. Wir sehen Materie, die grundsätzlich nach Naturgesetzen funktioniert. Wir können immer tiefer reinzoomen und wir werden nur Moleküle, Atome, Biochemie, Elektrizität und so weiter entdecken, aber keine Freiheit. Alles unterliegt den Naturgesetzen. Trotzdem empfinden wir uns als Menschen, als freie Menschen, die freie Entscheidungen treffen und verantwortlich sind für ihr Handeln. Davon gehen auch die Religionen aus. Warum sollte ich sonst bestraft werden, wenn ich nicht selbst die Entscheidung getroffen habe? Und das kann man nicht beweisen, diese Freiheit. Und Kant konnte sie auch nicht beweisen. Und er hat gesagt, wir müssen sie aber voraussetzen, weil unser Leben sonst keinen Sinn ergeben würde. Wir können uns nicht einfach zu Hause aufs Sofa setzen und darauf warten, wie sich jetzt meine Moleküle organisieren und was mein Körper als nächstes macht. Wir erleben uns selbst als Menschen jederzeit so, dass wir Entscheidungen treffen können. Und wenn wir diese Freiheit wegnehmen, ergibt unser Leben keinen Sinn mehr. Und deswegen sagt er, ich kann sie nicht beweisen, wir müssen sie postulieren. Wir müssen sie einfach voraussetzen, damit unser Leben einen Sinn macht. Über Kants Ethik will ich jetzt nicht viel referieren. Das ist für uns auch sehr schwer, sie zu verstehen. Der Punkt war aber, dass er sagte, auch Gott, nach Prüfung dessen, wozu unser Verstand in der Lage ist, müssen wir einsehen. Es gab damals auch einen großen Streit über Metaphysik, über verschiedene Positionen der Religion. Wir müssen uns eingestehen, dass wir Gott letztlich nicht beweisen können. Wir können nicht wissen, was Gott von uns will. Aber es ist auch sehr frustrierend, zuhören. Immer wenn es weh tut, wird es interessant. Ich mache immer mit Gestik, wenn ich zustimme, und dann kam Gott König und dann mache ich so. Es ist eine sehr, es ist eine sehr frustrierende Erfahrung, wenn du aufrichtig versuchst, ein guter Mensch zu sein und dich somit als glückswürdig erweist. Gut, wenn du also aufrichtig versuchst, ein guter Mensch zu sein und dich somit als glückswürdig erweist, machen wir gleichzeitig die Erfahrung, dass wir trotzdem oft nicht glücklich sind in der Welt. Uns widerfährt irgendwas zu unserem Nachteil, wir sind frustriert, andere behandeln uns ungerecht und so weiter. Aber es muss sich doch irgendwie lohnen, ein gutes Leben zu führen. Und deswegen sagte Kant, wir können auch Gott nicht beweisen, aber um unser Leben sinnvoll zu gestalten, um auch einem guten Leben Sinn zu geben, müssen wir irgendwie davon ausgehen, dass am Ende, sagen wir, abgerechnet wird. Es muss irgendwas
im Jenseits noch geben, damit wir motiviert sind, gut zu handeln, damit sich das lohnen kann. Aber wir müssen letztlich mit unserem eigenen Verstand uns selbst darauf einigen, was das Gute ist, und zwar redlich und aufrichtig. Und ich habe vorhin ein Angebot gemacht. Kant ist die eine große Ethik, die ich jetzt nicht ausführen will. Sie läuft darauf hinaus, dass wir unser Handeln rein aus Vernunftgründen begründen. Das wird jetzt zu abstrakt, ich kann es jetzt spontan so schnell auch nicht wiedergeben. Die andere große Strömung ist die utilitaristische. Das heißt, jeder Mensch, das ist das, was ich vorhin angeboten habe, jeder Mensch möchte glücklich werden und auch jedes Tier möchte das Angenehme suchen. Es sucht angenehme Zustände und es vermeidet das für es oder ihn Schädliche. Und das ist etwas, was wir alle gemeinsam haben. Das ist dann nicht mehr beliebig, subjektiv. Jeder hat dieses Interesse. Jetzt kann man versuchen, aufgrund dieser Grundvoraussetzung, aufgrund dieses Prinzips, eine Ethik zu formulieren. Und viele sind auch gescheitert. Man kommt teilweise in ganz absurde Situationen. Darf ich einen Sklaven halten, der für 10 Menschen sich abrackert, er selbst leidet, aber 10 werden glücklich dadurch? Das wollen wir auch nicht. Deswegen kommen wir mit bestimmten Grundrechten, die einfach unantastbar sein sollten. Wenn wir sagen, ja, auch Tiere leiden, aber Jeremy Bentham hat gesagt, es ist egal, wie vernünftig du bist, ob du eine Sprache hast und so weiter. Die einzige Orientierung in der Ethik sollte sein, kann jemand Leid empfinden oder nicht unter der Handlung jemand anderes? Und wenn ja, sollte es berücksichtigt werden. Ja, wenn man das jetzt konsequent zu Ende denkt, kommt man auch wieder in Bereiche, wo man sagt, dann bin ich eigentlich nicht mehr vernünftig lebensfähig. Dann darf ich nicht mehr Auto fahren, weil Fliegen auf meiner Scheibe zerklatschen. Bleibe ich jetzt zu Hause? Das ist auch nicht, das entspricht nicht meinem menschlichen Leben. Aber wir haben keine Alternative, als uns daran abzubemühen. Wir müssen all diese Fragen irgendwie berücksichtigen und uns mit bestmöglicher Rechtfertigung für unser Handeln durch die Welt bewegen. Es bleibt uns keine Alternative. Irgendwo wird es dann absurd, dass wir uns selbst nicht mehr vernünftig um andere kümmern können, bei dem Spaziergang durch den Wald und so weiter. Dann werden die Größenverhältnisse so unterschiedlich, dass ich nicht mehr guten Gewissens sagen kann, ich bin jetzt für alles verantwortlich, was ich anrichte, will mich aber auch nicht umbringen. Und so müssen wir uns halt irgendwie in ständigem Bemühen versuchen zu orientieren in der Welt. Und in der philosophischen Ethik würden wir sagen, wir haben keine Alternative, weil die Gottesbeweise, die gab es ja über Jahrhunderte, sie sind heute streng genommen nicht mehr gültig. Kant hat angeboten, dass man den Glauben nicht abschaffen muss, deswegen, und das ist ja auch meine Position. Aber, und jetzt kommen so meine paar letzten Punkte, was ich wirklich problematisch sehe in Religionen, ich lerne verschiedene Religionen kennen, vieles auch dann über YouTube, vieles aber auch im Klassenraum und in persönlichen Gesprächen. Es gibt religiöse Regeln, die einfach sehr, sehr schädlich sind für betroffene Individuen. Ich muss jetzt gar nicht sagen, welchen Religionen ich das alles zuordne, aber es gibt eine Regel. Wenn du die Religion verlässt, wirst du geächtet von deinen Eltern, von deinem gesamten Umfeld, das in dieser Religion noch ist. Und das ist eine offizielle, verschriftlichte Regel dieser Religion. Und daran müssen sich alle anderen halten. Und wenn man in der Gemeinde mitbekommt, dass jemand sich heimlich noch mit dir trifft, wird diese Person auch ausgeschlossen und geächtet. Das geht so weit. Läuft noch irgendeine Kamera? Das geht so weit. Einen Ton haben wir hier. Dass Eltern ihre erwachsenen Kinder nicht mehr sehen dürfen oder umgekehrt. Wenn die Kinder austreten, dürfen sie ihre Eltern nicht mehr sehen. Das ist, die leiden darunter wie verrückt. Und das ist für mich als Ethiklehrer sehr belastend zu sehen, dass die sich bedingungslos ihrem Glauben und ihrer Auffassung von Gottes Willen unterwerfen, dass dabei herauskommt, dass Einzelpersonen wirklich unglücklich sind. Es gibt andere sexuelle Regeln, haben wir schon besprochen, wissen wir jetzt nicht nochmal. Es gibt Regeln, ich habe mich sehr intensiv mit der Beschneidung auseinandergesetzt. Ich weiß, dass das keine weibliche Beschneidung, möchte ich sagen.
Es betrifft aber auch die männliche Beschneidung. Ich will ja hier frei sprechen. Das ist für mich jetzt auch eine Überwindung. Ich habe mich mit weiblicher Beschneidung auseinandergesetzt, weil ich auf YouTube ein Video von Abul Bara gesehen habe. Und dann habe ich ein bisschen gegraben. Und es gibt da sehr interessante Entwicklungen in den letzten 20 Jahren. Ich weiß, dass es keine muslimische offizielle Regel ist der weiblichen Beschneidung. Es wurde aber in den Kulturen, wo das Standard war, in den Ländern, wurde es vom Islam akzeptiert und in Übereinstimmung mit den schriftlichen Quellen konnte man es auch nicht ablehnen lange Zeit. Man hat also gesagt, ja, wenn die das machen wollen, es gibt Hadithen, wo der Prophet mit einer Beschneiderin spricht, also kann er nichts dagegen gehabt haben und so weiter. Gut, es soll besonders milde vielleicht sein, was immer das heißen soll. Das heißt immer noch, du hast mir selbst eine Quelle geschickt, dass ein Teil der Klitoris abgeschnitten wird oder die Klitorisvorhaut abgeschnitten wird und so weiter. Und da gab es in der islamischen Welt wenig Bewegung. Man hat eher darüber diskutiert, ist es islamische Pflicht, das zu machen bei Frauen oder ist es ehrenwert vor Gott, das zu machen. Und man hat keine islamischen Quellen gefunden, die das verbieten würden und deswegen hat der Islam auch nicht verboten. Und also ein westlicher... Weil man geht ja auf ein paar Punkte ein, wo ich ja nicht zustimme und das will ich ja nicht im Raum stehen lassen. Das ist schon schwer, Peter. So. Ja, aber es geht jetzt ja auch gar nicht um deine Zustimmung. Es geht ja auch um die islamische Sicht, nicht, dass die Leute hier was Falsches denken. Ich will aber erst noch vortragen, was so der historische Hintergrund dann war. Okay. Es gab einen deutschen so Überlebenskünstler und Abenteurer, Rüdiger Nehberg, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Der ist dann durch gewisse Länder gereist und hat das mitbekommen, was da mit den Mädchen passiert. Und es hat ihn so empört, dass er sich engagiert hat dafür, dass da Gesetze eingeführt werden, dass es abgeschafft werden soll und dass die muslimische Welt auch sich dazu äußert und Stellung bezieht und das aus religiöser Sicht verbietet, obwohl man die Kultur dann nicht so einfach ändern kann. Und er hat dann initiiert, mit Hilfe westlicher Menschenrechtsorganisationen in Ägypten an der Azhar-Universität mit großen Rechtsgelehrten, hat er eine Konferenz organisiert und sie haben dann Videos und Bilder gezeigt, was da wirklich abläuft in der Praxis. Und die Muslime haben sich teilweise sehr empört und haben gesagt, der Westen probiert uns da zu verarschen. Das stimmt alles gar nicht. Irgendwann haben sie das als Realität angenommen, dass es tatsächlich so passiert. Und ein sehr wichtiger Punkt war, dass man sich geöffnet hat, wissenschaftlichen Gutachten gegenüber. Normalerweise war der Standpunkt, wir brauchen keine ärztlichen Gutachten und so weiter. Wir haben unsere Schriften und das, was unsere Schrift uns gebietet, ist immer gut vor Gott und deswegen tun wir das so. Und es gab dann aber Uneinigkeit bezüglich der weiblichen Beschneidung, weil es keine eindeutigen Stellen in den Schriften gibt. Die Schriften, in denen Mohammed mit dieser Beschneiderin spricht, dieser Hadithe, gilt als nicht sehr stark, also als fragwürdig. Und deswegen haben sie den Standpunkt, ja, wir können das aus islamischer Sicht nicht eindeutig entscheiden. Also hören wir uns mal die Wissenschaftler an. Und die haben also ganz klar dafür plädiert, dass das ein ganz schlechter Kult ist und dass das abgeschafft werden muss, dass es sehr schädlich für die Frauen und für alle Beteiligten ist. Deswegen haben die am Ende der Konferenz eine Empfehlung ausgesprochen. Man kann dann darüber diskutieren, ob diese Empfehlung nach dieser Konferenz den Status einer, wie nennt es sich nochmal, islamisches Rechtsgutachten, Fatwa ist. Und es hat aber nur einer unterschrieben, diese Fatwa. So, und was ich damit sagen möchte, wenn es eben Menschen gibt, die sich nur stur auf diese Schriften beziehen, und es gibt übrigens ähnliche Diskussionen auch mit der männlichen Beschneidung, da gibt es auch deutsche medizinische Gutachten, die das bei Jungs im Grunde ablehnen, wenn es nicht medizinisch unbedingt notwendig ist. Es gibt einen Leitfaden, einen medizinischen Leitfaden, der nennt sich Phimose-Leitfaden. Also wie umgehen mit Vorhautverengung. Und man hat das in den letzten Jahren als so brisant gesehen, dieses Thema, dass man jetzt, wenn es nicht absolut notwendig ist, von Beschneidungen abrät.
Wenn sie nicht, ja. So. Und aus dieser Perspektive sind natürlich auch religiöse Beschneidungen sehr kritisch zu sehen. Und es gibt muslimische Gemeinden, es gibt auch jüdische Gemeinden, die bereits sagen, ach, wir können da auch so ein symbolisches Ersatzritual machen mit unseren Kindern. Das muss eigentlich gar nicht sein. Und die ringen auch miteinander, ja, mit der übergeordneten Gemeinde. Und das ist eigentlich mein Punkt, dass ich für sehr wichtig halte, dass man auch anhört, was außerhalb der Schriften, außerhalb dieses Glaubens stattfindet, ob es nicht vernünftige Gründe geben kann, solche Traditionen abzulehnen. Und mein letzter Punkt, weil der Veganismus dein Lieblingsthema zu sein scheint, ich habe heute einen Bruder hier kennengelernt, ich weiß weder seinen Namen noch, wer mir das gesagt hat, er hat mir aber erzählt, es gibt hier in der Nähe einen Imam, der Veganer ist, und zwar aus Überzeugung. Und ich weiß von dir, dass das muslimisch eigentlich verboten ist, sich vegan zu ernähren. Wenn du jetzt sagst, ich kann dir deine eigene Argumentation sagen. Wenn ich dich richtig verstanden habe, sagst du, unser Schöpfer hat uns das erlaubt, Fleisch zu essen. Und wenn ich jetzt eigenmächtig entscheide, ist aber besser für die Tiere, wenn ich sie nicht esse, dann ist es eigentlich nicht zu werten, dass es eine bessere Handlung sei. Wenn ich sagen würde, das sei besser, dann würde ich davon ausgehen, dass Gott dem Propheten etwas übermittelt hat und der Prophet es mir gegenüber entweder verschwiegen hat, oder ich würde mich über den Propheten stellen und sagen, ich wäre ein besserer Mensch, ja, und deswegen darf ich kein Veganer sein. Also deswegen mag ich, also nicht Peter, aber deswegen mag ich diese Kurzvorträge nicht, weil es werden tausende Sachen... Weil du hast die ganze Zeit Kurzvorträge gemacht. Ja, aber du kannst ja auf die einzelnen Punkte eingehen. Jetzt muss ich auf 4 Punkte eingehen, bevor wir zu den Fragen kommen. Moment, noch ein, ganz kurz. Ich soll nicht darauf antworten. Du kannst antworten, es ist aber nicht notwendig. Denn nee, wir haben jetzt kein... Ich will dich auch nicht irgendwo hinziehen. Ich weiß, dass ich mache kurz Antworten und dann gehen wir zu den Fragen. Ich möchte euch nur den Standpunkt der philosophischen Ethik mitteilen, was wir in der Schule unterrichten, und zwar vielen eurer Kinder unterrichten, die bei uns im Ethikunterricht sitzen. Das ist unser Standpunkt, und wir würden uns freuen, wenn ihr das nachvollziehen könntet. Und das ist für mich das Gefährliche an Religionen, dass sie an Punkten, wo man eindeutig sagen kann, Individuen leiden darunter, auf ihre Schriften beharren und darauf beharren, dass sie zu 100% wissen, was die Autoritäten von ihnen verlangen. Okay, gehen wir mal auf. Ich gehe ganz kurz die Punkte durch, dann machen wir die Fragerunde. Also, erster Punkt, er sagt, jemand verlässt die Religion, dann wird er geächtet. Er hat vorher selber zugegeben, wenn sein Sohn den veganen Atheismus verlassen würde und seine Position verlassen würde und er wird zu einem Anas-Islam 2.0, dann würde er geächtet werden. Stopp! Ja? Wie viel Geld legst du auf den Tisch, wenn wir zurückspulen und du findest die Textstelle, die Stelle, wo ich sage, ich würde meinen Sohn ächten. Okay, ächten hast du nicht gesagt, aber du hast gesagt, du fändest das nicht gut. Du gehst so mit Zitaten um, Anna. Du hast gesagt, du fändest das nicht gut. Und das fände ich nicht gut. Gut, aber da kannst du nicht allen... Ich habe auch gesagt, ich würde mit ihm in Dialog gehen. Und ich würde nicht mit meinem Sohn in Dialog gehen. Und wenn dabei rauskommen würde... Wer würde mit seinen Kindern in Dialog gehen? Ach, jetzt hör doch mal auf immer mit dieser Show. Ja, wenn bei meinem Sohn rauskommen würde, dass er so stark einer Autorität sich unterwerfen würde, dass er im Zweifelsfall das Leiden von Individuen in Kauf nehmen würde, weil eine höhere Macht ihm das gebietet, dann wäre das für mich sehr hart, aber verstoßen würde ich ihn nie. Genau, ich würde meinen Sohn auch nicht verstoßen. Ich habe ja auch gar nicht von dir gesprochen, ich habe gesagt, ich spreche nicht von der weiten muslimischen Community. Nein, eieiei, lasst uns zurückspulen. Es gibt religiöse Regeln, die einfach sehr, sehr schädlich sind für betroffene Individuen. Ich muss jetzt gar nicht sagen, welchen Religionen ich das alles zuordne. YouTube jetzt auch. Von wem hast du denn gesprochen, Peter? Von Religionen habe ich gesprochen. Ja, eine Religion ist eine... Das ist der Islam, ja klar. Aus deiner Sicht gibt es ja nur den Islam. Ja, aber ein Islam, dieses Buch hier hat keine Kinder. Das kann ja nichts machen. Das heißt, du musst ja von Menschen reden. Von Menschen, die eine Religion haben. Und es gibt Menschen, die Religionen haben, die nicht der Islam ist. Okay, also
Ist das korrekt oder nicht? Du fühlst dich ganz oft angesprochen, ne? Naja, gut, also ich finde... So, jetzt von allen, weil ich auch darüber... Stopp, weil ich auch darüber schon einige Videos gemacht habe. Du hast mir einige Male unterstellt, dass ich islamfeindlich sein würde oder so. Ich habe Minimum in unseren Chats, kann ich auch ausrufen, ich habe Minimum 3 Videos über die Zeugen Jehovas gemacht. Bei denen ist das so Sitte. Okay, also christlich. Also nochmal, also wenn man natürlich so spricht, man sagt, man spricht über den Islam, ja, was ist denn der Islam? Der Islam ist erstmal eine Religion, die an sich nicht agieren kann. Agieren können nur Menschen, sogenannte Muslime. Das heißt, wenn man sagt, da wird man verächtet, dann muss man ja irgendwo vom Muslim ausgehen. Dann sagt man, okay, wo sind diese Muslime, die verächten? Ich habe eben von den Zeugen Jehovas gesprochen. Okay, spielt ja keine Rolle. Allgemein meine ich nur, du kannst nicht sagen, ich rede über eine Religion, sondern du redest dann Menschen auch von den Anhängern der Religion. Wenn die Religion das sagt und die Menschen das nicht machen, denkt man sich, gut, 2 Möglichkeiten. Entweder schreibt das die Religion gar nicht vor oder die Menschen richten sich nicht danach. Die Religion schreibt es vor und die Menschen richten sich blind danach. Okay, gut. Das kannst du ja so dahingestellt lassen. Also ich sage, genauso wie du das nicht gut fändest, dass dein Sohn das macht, genauso wäre es bei uns genauso. Wir würden mit unseren Kindern in Dialog treten. Wir würden aber natürlich, so wie jedes Elternteil, natürlich, wir tun unsere eigenen... Aber anders, du musst gar nicht weitersprechen. Ich habe ja nicht vom Islam gesprochen. Okay, ich habe dir das ja gar nicht vorgeworfen. Okay, passt. Dann passt es ja eben. Und damit könnten wir vielleicht auch zur Fragerunde rüber. Ja, darf ich noch ganz kurz die Sachen beantworten? Ich mache es ganz kurz. So. Thema Beschneidung, auch da muss ich auch die Sachen nicht im Raum stehen lassen. Ich denke, wenn wir die meisten Männer hier fragen, sind alle beschnitten. Wenn wir die Frauen fragen, ist keiner beschnitten. Im Islam ist es so, der Mann beschneidet sich und die Frau, wenn es einen Nutzen hat für sie, einen gesundheitlichen Nutzen, dann ist es erwünscht, weil es zum Beispiel irgendeine körperliche Eigenheit bei ihr gibt. Wenn es aber einen körperlichen Schaden mit sich bringt, und das machen die meisten Kulturen, dann ist es per Konsens unter allen Gelehrten haram verboten, diese Beschneidung durchzuführen. Und das, was die Länder machen, sind verbotene Beschneidungen. Genau, das steht auch in dem Link drin, den ich dir geschickt habe. Übrigens, manche Muslime in manchen Ländern machen halt Sachen, die mit dem Islam nichts zu tun haben. Frauen Bildung zu verwehren, widerspricht jeglichen islamischen Prinzipien, dass die Frau nicht das Haus verlassen darf, nicht zum Markt gehen kann. Das widerspricht jeglichen islamischen Prinzipien. Das war zur Zeit des Propheten Muhammad, von dem Aufruf, sind die Frauen ganz normal auf den Markt gegangen, haben Handel betrieben. Khadija, eine Businesswoman, ja, was hat sie Business gemacht? Zu Hause gefegt oder wie? Ja, die ist rausgegangen, die hat ihr Geschäft verrichtet mit den Leuten. Also von daher, es machen viele Muslime Sachen, die einfach komplett dem Islam widersprechen. Und das hängt teilweise auch mit der Kultur zusammen. Wer sagt, dass es dem Islam widerspricht? Das sagen Leute, die halt Ahnung haben vom Islam. Ja, und die Leute, die Laien, glauben, dass sie Ahnung haben, und das sind teilweise angesehene Rechtsgelehrte, empfehlen die weibliche Beschneidung. Genau, mit der Bedingung. Und sie empfehlen sie aus dem Grund, weil das zur Keuschheit verhelfen würde, und wie weil gesagt, das die Sexualität... Also wie gesagt, ich möchte das Thema jetzt nicht aufmachen, aber... Nee, das kann man ja nachweisen, ich kann dir die Belege schicken. Aber ihr könnt das... Es ist genauso, wie ich es euch sage, diese Beschneidungen sind halt, es gibt verschiedene Stärken davon, und davon sind viele, die allermeisten, die heutzutage praktiziert werden, verboten. Und deswegen, also ich finde es nicht schön, wenn man sagt, hey, ich habe zwar keine Ahnung von islamischer Jurisprudenz, aber ich weiß es besser als du. Wenn ich dir jetzt fragen würde, von Grundprinzipien der islamischen Jurisprudenz, könntest du kein Wort rausbringen. Deswegen finde ich es nicht schön, wenn man sagt, ich weiß es besser als du, und so ist es. Nein. Dann lassen wir jetzt die Probe machen. Du sagst jetzt also, es gibt keinen islamischen Rechtsgelehrten mit hohem Ansehen, der die weibliche Beschneidung jemals befürwortet hätte. Und befürwortet mit der Bedingung, dass es dem Person schadet, gibt es keinen Rechtsgelehrten. Was heißt das, der Person schadet? Das ist ein körperlicher Schaden. Wenn die Person aber Peter, dadurch natürlich Peter, keuscher wird und man dann. Nein, nicht keuscher, körperlicher Schaden. Peter, körperlicher Schaden. Also das. Aber wisst ihr, was ich komisch finde? Wisst ihr, was sehr lustig ist? Und das mag ich halt normalerweise nicht. Ich will jetzt mal kurz eingrätschen. Alle Männer beschnitten, das ist so. Ja. Was? Und dann bei den Frauen macht man ein großes Thema. Eine Frage noch, Peter. Auch hier können wir wieder zurückspulen. Ich habe gesagt, dass auch bei den Männern ist. Aber wir reden die ganze Zeit nur über Frauen. Nein. 90% des Gesprächs. Hoffentlich wird es aufgenommen. Und es gibt übrigens ähnliche Diskussionen auch mit der männlichen Beschneidung. Da gibt es auch deutsche medizinische Gutachten, die das bei Jungs im Grunde ablehnen, wenn es nicht medizinisch unbedingt notwendig ist. Was war noch der letzte Punkt? Bei Männern ist es auch problematisch.
Und es widerspricht zum Beispiel dem Gleichheitsparagrafen, dass bei Frauen noch nicht mal ein symbolisches Einritzen durchgeführt werden darf. Aber bei den Jungs, die Kinder... Meine letzten abschließenden Worte, den Gleichheitsparagrafen. Ich muss jetzt protestieren. Entweder richtig antworten oder antworten lassen. Es sind sehr verletzende Sachen. Ich begrüße es, dass es hier offen gesprochen wird. Aber wir müssen auch die Möglichkeit bekommen, darauf zu antworten. Es ist total realitätsfremd, diese Themen in einer Frankfurter Moschee zu besprechen, weil sie einfach überhaupt gar kein Thema für uns sind. Ja. Diese Rechtsgelehrten, die das erlauben, Menschen zu verstückeln, haben hier keine Gültigkeit. Ich wollte nur meinen zivilen Protest äußern und auch in der Fragerunde die Möglichkeit geben, dass Brüder hier gerne antworten wollen, weil sie Kinder haben. Weil sie diese Themen sehr ernst nehmen und weil es ein sehr, sehr falsches Bild abgibt. Also keiner ist hier überzeugt, keiner von den Menschen, die du hier siehst, Peter, ist überzeugt davon. Das ist auch davon gehe ich auch nicht aus. Nein, das Problem ist, dass du ohne diesen westlichen Wissenschaftler, der in Essen-Universität Überzeugungsarbeit leistet, würde dir hier jeder mindestens 20 Beweise dafür finden aus eigener Recherche, wenn du ihnen eine Woche Zeit gibst, warum die Beschneidung von Frauen und Mädchen. Es ist, Bruder, das ist eigentlich gar keine Diskussion, weil es ist ja gar kein Problem. Wir müssen in erster Linie über der deutschen islamischen Community reden. Dass in anderen Ländern Sachen passieren, an diesen Sachen können wir nichts ändern. Wir reden über deutsche islamische Community. Es passiert auch in Deutschland. Eine letzte Sache an die Männer: Wer ist beschnitten? An die Frauen: Wer ist beschnitten? Okay, Problem gelöst. So, eine letzte Sache, dann gehen wir zu den Fragen. Ich weiß, es ist eine. Also, eine letzte Sache und dann gehen wir sogar zu den Fragen. Wenn man über Gleichberechtigung spricht, rate mal, wer im Islam Gold tragen darf. Die Frau. Es geht um den Gleichheitsparagraf. Gleichheitsparagraf. Ja, kein Problem. Wir haben im Islam andere Werte. Ich bin nicht sauer, dass ich so eine Billo-Uhr trage und ihr Frauen, für euch ist das Gold. Wir tragen Holz, wir tragen Eisen, wir tragen irgendeinen anderen Schrott, ihr tragt Gold. Das ist im Islam so. Habe ich damit ein Problem? Nein. Bin ich damit glücklich? Ja, ich bin damit glücklich. Das Paradies, ein authentischer Wortlaut, ist unter den Füßen der Mütter. Das Paradies unter den Füßen der Mütter. Das ist nicht unter dem Ellenbogen des Vaters, das ist gar nicht. Als ein Mann mal zum Propheten kam, hat gesagt, wer hat die schönste Behandlung von mir verdient? O Prophet, da hat er gesagt, deine Mutter hat die schönste Behandlung verdient. Also das heißt, wo du richtig dich Mühe geben sollst, ihr eine Freude zu machen mit Worten, mit Taten, hat der Mann gesagt, okay, und wen soll ich dann danach am besten behandeln? Hat er gesagt, dann kommt deine Mutter. Hat er gesagt, okay, aber ich meine, wer kommt denn danach? Also hat er gesagt, dann kommt deine Mutter. Dreimal hat er es gesagt. Hat er gesagt, okay, und wer danach? Hat er gesagt, dann kommt dein Vater. Sieht so eine Religion aus, die Frauen in irgendeiner Weise herabwürdigt? Also wenn das alles nur auf Männer ausgerichtet wäre, sage ich, okay. Aber ich könnte jetzt 2 Stunden weitermachen. Hast du überhaupt nicht den wo Punkt ich, verstanden. Nein, weil dieses Gleichheit, das hat mich sehr getriggert. Hier ist Mann und Frau ungleich. Ein vernünftiger Mensch lässt sich nicht so schnell triggern. Gehen wir zu den Fragen. Dankeschön. Nee, ganz kurz nochmal wegen dem Herrn da drüben. Ich habe euch ganz am Anfang gesagt, dass das Treffen so nicht geplant war und ich trotzdem versuche offen zu sprechen. Ich unterstelle niemandem von euch, diese Sachen zu machen, über die ich gesprochen habe. Es ging um Autoritäten und es ist nun mal nachweisbar, dass muslimische Rechtsgelehrte auch die weibliche Beschneidung nach außen hin gerechtfertigt haben. Ich habe es ja schon beantwortet. Und als Ehrenwert auch beurteilt haben. Und es ist ein Problem durch die Flüchtlingsströme in Deutschland, dass Menschen aus diesen Ländern hier leben und mitunter zum Beschneidungsurlaub mit ihren Töchtern in ihre Herkunftsländer gehen und das doch durchführen lassen. Okay. Ich unterstelle das niemandem bei euch, aber wir müssen das Problem erkennen. Und das Problem ist die Autoritätsgebundenheit. Darauf kommt es jetzt gerade an. Also Mädels, schick mir eine Postkarte aus eurem Beschneidungsurlaub und ich will zu den Fragen kommen. Also es waren gerade hochtheologische und hochpolitische Themen, die teilweise nicht in 2-3 Stunden geredet werden und die brauchen auch teilweise bestimmte Qualifikationen und eine bestimmte Tiefe in der Materie, dass sie ausgiebig beredet werden können. Und dementsprechend, weil wir auch ein bisschen drüber mit der Zeit sind, müssen wir die Fragen ein bisschen kurz halten. So wie das Publikum hier ist, gingen die meisten Fragen auch an den Peter. Ich werde das so machen, dass ich mir 1-2 Fragen rauspicke, die an euch beide gehen. Also jeweils die Frage und dann die Seite dann. Und
Ich würde euch bitten, euch dann auch vielleicht bestenfalls kurz zu fassen, vielleicht nicht in eine weitere Diskussion zu vertiefen. Wir hatten das so gemacht, dass die Fragen gestellt werden konnten und dann auch geliked werden konnten. Ich werde da so ein bisschen chronologisch gehen und gucken, welche Fragen eher oben stehen. Ja, da waren auch teilweise sehr, sehr lange Texte, die eher Meinungen und Aussagen waren. Vielleicht kann man das irgendwie einrichten, dass die weitergeleitet werden, aber ich werde die jetzt auch nicht vorlesen. Die erste Frage, die geht jetzt erstmal an den Peter, die lautet wie, finden Sie es moralisch korrekt, dass es Beamtinnen verboten ist, das Kopftuch zu tragen? Boah, Peter. Anax. Keine Diskussion. Wie ich das finde, ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir das als Gesellschaft entscheiden müssen. Wir können nicht in ein Buch nachschlagen oder eine einzelne Autorität fragen. Ich erlebe in meinem Unterricht, dass Fünftklässlerinnen bedeckt zu unbedeckten Muslima sagen, du bist da keine richtige Muslima. Wäre ich in dem Augenblick eine Lehrerin, bedeckt wäre ich die Referenz. Und deswegen finde ich, da wir eben die deutsche Verfassung repräsentieren und neutral zu sein haben, bin ich gegen religiöse Symbole bei der Lehrkraft. Wir haben bedeckte Mädchen in der Schule, aber wir Lehrer sollten keine religiösen Symbole tragen. Aber es ist immer diskutabel, das ist der Punkt. Aber schon krass, dass man dann quasi sagt, zieh dich mal aus, also wenn du bei uns arbeitest, bitte ein bisschen ausziehen. Das ist schon krass. Also wie würde ich sagen, hey, wenn du uns diskutieren willst, Hose ausziehen, Peter. Was verstehst du unter ausziehen? Ja, das ist ein Stoff, den sie eigentlich, sie möchte sich bedecken, sie möchte das nicht zeigen. Und man sagt zu ihr, hey, als Putzfrau kannst du natürlich mit Kopftuch arbeiten, aber als Lehrerin, ausziehen. Aber egal, ich will nicht einsteigen in die Diskussion. Das ist deine Ansicht, respektiere ich, auch wenn ich nicht gut. Er hatte sie beantwortet. Ich habe gesagt, dass in dem Augenblick die Lehrkraft die Bezugsperson wäre und das Mädchen, das dem unbedeckten Mädchen vorwirft, du bist keine richtige Muslima. Das ist inkorrekt, da gebe ich dir recht. Würde dann sagen, siehst du, unsere Lehrerin trägt auch ein Kopftuch. Genau. Und die Unbedeckte hat auch ohne eine Referenz als Lehrerin geweint, weil ihr vorgeworfen wurde, sie sei keine richtige Muslima. Ach, das ist echt passiert, dieser Mann. Ja, das so. Und deswegen, um sowas zu vermeiden, finde ich, dass die Lehrkraft neutral sein soll. Da müsste die Lehrkraft dann einsteigen und sagen, sowas sagt man nicht. Natürlich ist sie eine richtige Muslima. Das kann ich ja gar nicht beurteilen als Nicht-Muslim. Da möchte sich jetzt jemand melden. Gibt es so davon Zwischenstinger? Wir haben leider schon Zeit, aber ein bisschen knapp. Keine Zeit? Ich möchte aber trotzdem nur einen Satz sagen, weil andersrum ist es nämlich auch so, dass das Bundeslandesrecht für Frauen eine angemessene Kleidung ist, Kopftuch zu tragen. Und wir das nicht einfach so ablehnen können und sagen können, nur wir tun jetzt mal so, als ob wir das abnehmen. Aber eine unbedeckte Muslima als Vorbild in der Schule dafür steht, dass man sagt, ja, aber die trägt auch kein Kopftuch, wieso musst du denn? Und das finde ich schon wieder genau umgekehrt. Denn das, was Sie gesagt haben, ist ein Einzelfall zwischen zwei Kindern, der von Lehrern aufzufangen ist und der von Lehrern in Ordnung gebracht zu werden ist. Und kein Lehrer steht vor der Klasse neutral. Wer kennt diesen Meme? Mashallah, Schwestern. Ja, vielen Dank, Sie haben einen guten Punkt gebracht. Die Religion der Lehrerin sollte überhaupt kein Thema sein in dem Augenblick, aber Sie sagen auch, dass niemand neutral vor der Klasse steht. Ich stimme Ihnen zu. Und ich habe auch gesagt, dass es kein letztgültiges Urteil von mir ist. Und das ist aber gerade der Punkt, dass wir uns als Gesellschaft einigen müssen und wir nicht in einem Buch nachschlagen können, um eine Autorität zu befragen. Wir leben als Gesellschaft zusammen und wir müssen uns mit unserer menschlichen Vernunft irgendwie darauf einigen. Es wird immer Menschen geben, die mit dem Urteil unzufrieden sind und so ist es mit allen menschlichen Urteilen. Aber wir haben keine andere Referenz. Ich finde aber Ihren Einwand gut. Und ich lege mich da auch nicht fest, das ist ja gerade der Punkt.
Ja, so gerne ich auch weiter nach würde, ich bekomme die Anweisung, dass wir hier den Cut setzen müssen. Erst tut mir leid, dass die Fragerunde nicht so ausgiebig behandelt werden konnte. Das ist wahrscheinlich den Themen zu schulden, dass die ziemlich komplex sind und sehr, sehr lang beredet werden können. Vielleicht gibt es noch Möglichkeiten, dass man weiter zusammenkommt, dann irgendwie plant und dann die Themen wirklich ausdiskutiert, die dann jetzt noch offen gewesen sind. Also ich bin nicht abgeneigt, wenn man mich nochmal einlädt oder sogar uns. Oh. Mit uns, aber es darf natürlich jederzeit auch gerne wieder dabei sein, aber mit uns habe ich jetzt ausnahmsweise mal noch meinen geschätzten Kollegen mit einbezogen und natürlich meine Partnerin oder andere Nicht-Muslime, die an einer Debatte teilnehmen möchten. Ich bin ja so, also ich finde es schön, wenn man sehr friedlich redet, aber auch wenn es so ein bisschen hitzig wird, man bleibt ja respektvoll. Aber wenn es ein bisschen hitzig wird, jetzt zum Beispiel, ich finde das eigentlich okay, es ist immer noch ein Dialog, es ist ein Austausch und man zeigt auch seine Emotionen, wir sind Menschen, wir sind keine Roboter. Und ich finde das okay, wir bleiben ja respektvoll, wir am Ende schlagen wir uns nicht, also ich glaube, keiner von uns hat das am Ende noch vor, oder Peter? Und von daher... Ich das jetzt, haben das, wir gar keine Zeit für andere Fragen. Das Ende ist, möchte ich nochmal betonen, dass bei meinem Beispiel vorhin ich allgemein von religiösen Phänomenen gesprochen habe. Dass sich da einige von euch jetzt persönlich angegriffen gefühlt haben, dass ich es den Muslimen, du hast dich auch angegriffen gefühlt, es gibt diese Phänomene in religiösen Kontexten. Davon habe ich gesprochen. Ja, vielen Dank euch beiden. Als Gemeinde, die das Ganze ermöglicht hat, würde ich jetzt gerne doch einen Satz mitgeben, und zwar vor den Jugendlichen. Es tut mir leid, dass ich das Format hier ein bisschen unterbrechen muss, weil ich denke, sehr viele wollen irgendetwas sagen. Ja? Und die Brüder, die sagen da ruhig, 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 wir sind ganz ruhig, aber es ist ein emotional geladenes Thema. Warum? Weil, kann ich es nochmal wiederholen? Nein, nein, das Problem ist, dass diese 4, 5 Themen, die du angesprochen hast, Peter, hier die Schönheit und das Wundervolle im Islam wie eine Barriere verhindern. Und das sind diese Sachen, wo wir im Konsens sind, wo Milliarden Muslime im Konsens sind, dass das kein Thema für uns ist. Und wenn so eine Praxis vorhanden ist, in allen demokratischen muslimischen Ländern, die auch eine medizinische Versorgung auf europäischem Niveau oder westlichem Niveau aber besser haben, ist es gar kein Thema. Du kannst da nicht einfach ins Krankenhaus gehen und dich beschneiden lassen. Aber darum geht es nicht. Der Unterschied zwischen den Muslimen und den anderen Religionen in Bezug auf die Vernunft, die ihr angesprochen habt, mit einer kurzen Anekdote des Propheten, Friede sei mit ihm, dass er gesagt hat, wonach richtet ihr, wonach handelt ihr, genau die Fragen, die ihr beide gestellt habt. Und dann haben die Sahaba, die Gefolgsleute, geantwortet, mit dem Koran, das Buch, die Autorität, die du auch oftmals erwähnt hast. Der Prophet selber hat geantwortet, und wenn ihr die Antwort dort nicht findet, das übrigens zeigt schon, was für ein Open Framework der Islam wirklich ist. Du findest die Antwort nicht im Koran, das gibt's. Wonach handelt ihr? Und immer wieder dieselbe Antwort, der Gesandte Gottes weiß es besser, aber wir würden nach deiner Praxis handeln, so was du uns vorgelebt hast. Warum? Ja, weil du ja der laufende Koran bist und uns das beibringst. Und wenn ihr die Antwort dort nicht findet, das heißt auch in der Praxis des Propheten, was wir Sunna nennen, übrigens Beschneidung, wird bei 1 Milliarde Menschen Sunna genannt. Also es ist eine prophetische Praxis. Und zwar vor dem Propheten Mohammed wurde schon die Beschneidung praktiziert. Ihr selber auch, die jüdischen Gemeinden jetzt auch hier praktiziert. Ihr habt die Antwort dort nicht gefunden als Gemeinde. Wonach richtet ihr? Wonach handelt ihr? Wonach urteilt ihr? Wie kommt ihr zu dem Ergebnis, moralische Werte festzulegen? Und dann hat einer sich gemeldet und gesagt, wir nutzen unseren Verstand. Und vor Kant, Menschen, die Analphabeten waren, Menschen, die reden, lesen und schreiben vielleicht nicht konnten, haben damals schon gesagt, wenn ich es im Koran nicht finde, in der prophetischen Praxis genannt, Sunna nicht finde, dann nutze ich meinen Verstand. Und der Prophet hat geantwortet, und genau das ist der Unterschied zwischen mir und den Gemeinden vor mir. Und wir sind hier, um Zeugnis abzulegen. Und es geht um den Schaden abzuwehren. Und das Nützliche, was wir Gemeinwohl als nützlich erachten, zu fördern. Und diese Diskussionen dienen dazu. Deswegen kannst du hier frei reden, bis auf ein Wort. Ich lasse mich veräppeln, hast du auf eine Art und Weise gesagt. Das zielt sich nicht in einem Gotteshaus, das zu sagen. Das war bis jetzt das Einzige, was von dem, was du gesagt hast, was man in einem Gotteshaus vielleicht nicht sagen sollte, aber den Respekt, den würde ich auch in einer
in der Kirche oder auch in der Synagoge würde ich dieses Wort nicht verwenden. Okay, das also ich ja, wie sieht es aus mit dem Begriff Digi? Digi, alles gut. Das ist ein Gottesort. Das ist Jargon, das kann mehrere Bedeutungen haben, aber das andere Wort... Was ist das Problem an Veräppeln? Nicht veräppeln kann, darfst du sagen, aber du hast ver... Ich habe versehen, hast du das gesagt. Ich habe es nicht gehört. Der Westen probiert uns da zu verarschen. Das war das Einzige. Alles andere kannst du offen aussprechen. Und ich bitte um Entschuldigung bei denen, weil wir so ungeduldig sind die ganze Zeit und Verzeihung. Aber als Gemeinde möchte man natürlich auch was dazu sagen. Und die Schwester hat es gesagt. Diese Themen übrigens, über die wir geredet haben, die haben mit unserem täglichen Leben und mit unserer Realität herzlich wenig zu tun, außer dass wir damit immer konfrontiert werden und beschuldigt werden und antworten müssen, wie irgendwelche Muslime, die 8000 Kilometer weiter ihre Mädchen verbotenerweise in Islam beschneiden. Es gibt andere Themen, über die wir reden sollten. Und ja, ich finde es cool, dass ihr als Veganer neben der größten Fleischfabrik von Frankfurt so eine Veranstaltung macht. Hätte ich das gewusst, wäre ich nicht gekommen. Das ist ein gutes Zeichen. Inshallah. Ja, das war's also. Wenn ihr immer noch dran seid, Respekt. Wie gesagt, wenn es noch offene Fragen gibt, gerne in die Kommentare, ich gehe darauf ein. Wenn es das Bedürfnis nach Folgeveranstaltungen gibt, bin ich jederzeit dabei, auch mein Kollege. Und ich freue mich auf positive Reaktionen und weitere Einladungen. Bis dann, das war euer Cyberphilosoph, alias Veganer Ethiklehrer.